Daniel hat noch 9 Stück zu Hause. Ehrlich? Ja. Der hat ja mal. Die waren im Angebot. Ja, die waren im Angebot da. Musste er zum Schluss. Nimm 10, Teil 0. Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja es kommt, im Frühling raus. 2014 kommt das neue Watch Dogs raus. Jetzt machen wir eine Anmoderation. Anmoderation. So. Ist das was machen? Alter. Au! Anmoderation! Okay. Wundervoll. Wir haben da drüben als Special Guest Tina, Friedrich und natürlich auch Robert hier, unseren sensationellen Hitman, der ganz schön Haarwuchs mittlerweile wieder hat. Der wächst die Haare nämlich unglaublich schnell. Ja. Ich habe den Penis hier noch gar nicht rausgesehen. Ja. Haben wir heute nur diese Scheiße? Nein, wir haben nur diese Scheiße und das ist gut. Das war die falsche Betonung. Friedrich ist ein cooler Typ da hinten. Da hat er häufig schon mal kommentiert mit dem YouTube-Kanal Bumpies. Ja, da hat er Videos typ drauf, da erklärt er irgendwas. Der hat nämlich bald Geburtstag und wird sensationelle 13 Jahre alt. Und da ist ja hier mal als kleiner noch ein Jahr und dann kann er in seinem Minecraft-Display starten, so ein erstes. Noch 5 Jahre und er kann das mit älteren anhören. Ja, Tina zum Beispiel. Tina ist für mich noch in der Blüte ihres Lebens. Noch! Gerade so. Nein, Tina ist cool. Ich habe ja, glaube ich, im letzten Video erzählt, oder was das vorletzte, dass ich damals dieses Video, dieses Gedicht hochgeladen habe von Tina über Tina. Genau. Was ich auf der Sozialkundefahrt geschrieben habe, als übelst langweilig war. Und ich habe das noch im Bilderrahmen zu Hause. Ja, diesen Klitzel. Ja, habe ich. Oh, im Original, ja. Geil. Habt ihr noch das Foto, wo eure Köpfe ins Herz ergeben? Ja. Oh. Also ich glaube, ich habe das auch schon mal. Ja, auf jeden Fall war das ja lustig, dass ich das Video hochgeladen habe und alle haben gedacht, Tina ist tot. Das war jetzt genauso mit Kalles Video genauso. And I will always love you. Ja, schreiben so, ist Kalle tot? Das war Kalle. Ja, einfach nur. Der Beweis, Tina ist nicht tot. Ja. Tina ist nicht tot und sie sieht sehr hübsch aus und sie hat griechische Sonne getankt, um jetzt hier im Flipback zu sitzen und mit Schönheit zu glänzen. Jo. Tina ist schöner denn je. Das Anna, lassen wir mal ganz aus. Genau, Anna. Anna ist immer dabei, Anna ist nicht besonders hübsch. Anna säumt und raucht heute. Anna versteckt ihre Schönheit hinter diesen ganzen Flaschen hier. Die zwei gehören um mir. Anna hat halt einen grünen Daumen, ne? Ja. Und einen kaputten Daumen. Egal. Das hier ist der Herodes. Ja, ich bin aus dem Bild, aber das wollt ihr ja so. Und ja, Tina, wir beantworten jetzt Fragen. Ja, die werden an uns gestellt. Das was gibt es zu gewinnen? Da sind nur manche direkt an uns. Also wenn da jetzt was besteht, die Frage Arme ab oder Beine ab, ja, irgend sowas. Das ist meine Frage. Ja, das ist deine Titten ab. Ich sag nur, du musst dich da nicht scheuen irgendwie. Ach so, das war voll der Insider oder was? Da musst du dich nicht scheuen, da irgendwie in die Bresche zu springen und zu antworten. Das ist machbar. Wenn du eine Geschichte hast, auch brauchst du eine. Aber ich möchte nicht mit euch in Verbindung kommen. Das ist gut, dass du dann hier sitzt, ja. Okay. Ey, wir wollten schon immer mal ein Tina-Prostituierten-Video machen. Das wollte ich wirklich machen, wenn wir dich als Prostituierter... Wir hätten plötzlich eine gebraucht. Weißt du nicht, wie ihr darauf kommt? Ich weiß nicht. Das ist so abwegig. Und dann so viel Zauberer aussieht. Ja, nein, ja. Prostituierte. Ey, komm. Ey, in Amsterdam, ja, da waren nur teilweise Fette dabei, ja. Da waren nur teilweise. Ich hab abgenommen. Nein, ich Alter, das ging gar nicht gegen dich. Es ging nur darum, dass in Amsterdam die Prostituierten nicht essen. Ich würde sagen, Tina ist fett. Also halt über. Ja, ja, ich würde sagen, du bist fett. Alter. Wo ist hier der Off-Knopf? Also, ich fange einfach mal an mit der ersten Frage von Anon Wayne. Lustiger Feedback am Wochenende ist der Hammer. Danke, dass ihr dieses Video noch macht. Diese Videos noch macht. Das schöne war keine Frage, das war nur ein Statement, was ich mal nicht rausgenommen habe, weil bitteschön. Bitte. Wir versuchen, ist das der Coole? Willst du mal wieder selbst loben, ne? Ja. Der ist nicht der Coole. Wir essen gerne Döner und quasseln. Ja. Selbstdarstellerisch wie immer. Alter, das geht doch an alle. Das ist doch ein schönes Kompliment. Und wir versuchen es ja alle 2 Wochen zum Wochenende so ungefähr und so geht es. Gunne, der kommentiert sehr oft, du machst ja auch Feedback ohne Kalle, da fehlt mir direkt ein wenig lässiges Desinteresse.
Weil Kalle, wenn er hier sitzt, weißt du, der macht immer ja, so. Ja. Zumindest auch dran. Voll lässig. Und macht hier seine Aktien mit Silber. Ja, ja, Kalle checkt dann seine Aktien. Oder er geht einfach weg und unterhält sich mit anderen Leuten. Ja, genau, mit Boogie. Das letzte Jahr einfach mal eine halbe Stunde mit Boogie gelabert. Number one Daniel, ich find's echt geil, dass ihr euch über 2 Stunden Zeit für eure Abos nimmt. Ja, das machen wir in Zukunft nicht mehr, Spaß. Nee, 2 Stunden ist echt sehr lange, also wir versuchen das ein bisschen zu drosseln, deswegen habe ich jetzt auch ein paar hier rausgelöscht. Ihr könnt die immer noch sehen, die sind so schwarz hinterlegt. Vor allem, ihr vergesst immer, wir reden ja eigentlich nur und filmen das, mehr machen wir ja nicht. Und letztendlich ist es ja das Geld, das ja, doch, uns muss geht, ja schneiden. Das YouTube Geld. Geld, Alter, schneid du mal so ein Feedback, bitte. Du lässt mich ja immer nie. Nee, weil du es verpackst. Ja, ich habe keine Chance. So. Fertig das doch mal nicht so ab. Was? Fertig? Ja. Ach so, wer liebevoll, okay. Ja, bitte. Da kommt bald. Ach so, scheiße, er antwortet auf einen anderen. Wann macht ihr mal wieder so ein Prank-Video außerhalb von Deutschland? So wie das in Paris. Da habe ich dich nämlich gefragt, Tina, möchtest du mit nach Amsterdam? Komm, wir fahren nach Amsterdam. Und es hat nicht sollen sein. Da wäre Tina dann in Amsterdam. Da wäre ich dann die Prostituierte, ne? Da gab es ja genug. Hätte ich die anderen alle in die Schatten bestellt. Ja. Weiter so. Mit welcher Gruß? Wir eigentlich? Berlin wird kein großes Video werden, oder? Nein, kleines ja, Video. Ein bisschen was kleines machen. Kleines Video zwischen. Ein bisschen was für Furz. Da kommen wir auch noch. Ja, da kommt gleich die nächste Frage von QBan5. Ach, der. Kann ich auf Davids neuem Channel Videos mit von euch erwarten, beziehungsweise auf Giga nicht mehr? Dadurch Davids mehr oder weniger ableben dort nur noch feministische Linksradikale, von denen keiner irgendetwas von euch durchwinken würde, vorhanden. Nee, da hast du Tom vergessen. Nein, also bei David, keine Ahnung, wir besuchen ihn auf jeden Fall im November mal. Juhu, zu deinem Geburtstag. Bei Giga vorerst erstmal nicht mehr, das muss auch nicht sein mit dem Shitstorm, der da war. Und auch als wir danach das GTA-Video hochgeladen haben, gab es halt diesen festen Blog, der uns jetzt hasst. Und so, und wir wurden angeschrieben von Giga-Repräsentanten, aber wir haben jetzt erstmal beschlossen, lieber nicht so und das erstmal. Wieso haben wir das denn beschlossen? Das stimmt so nicht. Wir haben das beschlossen. Wir haben das total beschlossen, alle gemeinsam in einer großen Sitzung. Ja, es ist ein bisschen problematisch, weil Kalle und Daniel nicht hier sind und so. Ich wurde doch genauso wenig gefragt. Bin ich ja das da. Stimmt doch gar nicht. Wir haben uns bei dir am Küchentisch haben wir uns zusammen. Am Küchentisch! Auf dem Küchentisch wird das heute doch geklärt. Stimmt, hier nein. Die Sitze am Küchentisch, wo wir diskutiert haben, ob wir nur mit Giga weitermachen oder nicht. Ja, ich erinnere mich. Nein, Alter, ach komm. Sorry. Auf jeden Fall sind wir trotzdem noch cool mit denen und so, aber erstmal jetzt einen ruhigen machen. Wir sind down mit denen. Ich meine, wir sind ja dann auch nicht so auf den Hype aus, dass wir das unbedingt brauchen. Wieso denn nur wir? Na gut, du bist auf den Hype aus. Du es ist ein Baby, das wir gemeinsam großgezogen haben. Du bist so behindert. Achso, du spielst auch langsam. Okay. Nee, wo spiel ich denn jetzt? Würde ich nicht sagen. Peter der Meter, wie war das? Peter der Meter? Ja, das ist so. Ich dachte, ich war ein Dritter. Oh, und was? Ein Dritter, stimmt, vielleicht der ganze. Oh, Schatz, gibt's den noch? Na klar. Auch die sind auch noch dicke so, ja. Noch so. Ja, und ein Peter, Türeintreter, ein geiler Typ. Ich weiß, als ich ihn im Edeka getroffen habe, aus dem Dimmel. Oh, das könnt ihr mal zurückverfolgen. Der Peter, der mal im Edeka war. Nein, aber es war so witzig, weil ich habe gesagt, die kann ja nicht halt. Und ich wollte eigentlich nur nach Hause. Ach, Tina ist zwar nicht da, aber komm noch mit, wir trinken ein Bier. Und dann hat Peter mich da mit günstigem Bier abgeführt. Bis Tina dann irgendwann. Und dann kam Schäme, dann sind sie alle da. Da war ich aber echt schon im Suppe. Also ich verstehe sie nicht, verstehen das du. Ich habe morgen Klausur, scheißegal. Egal. So, Peter der Meter sagt, wie war das mit dem, sollte nicht länger als 2 Stunden werden? Ja, wir nehmen uns das immer vor, aber ne? Wenn Tina hier so viel illustren Scheiß erzählen kann, dann wird das halt länger, ist doch schön. So, um Friedrich einzugliedern. Styles, Fuchs, DMG, was auch immer, ihr seid einfach die Besten, hab euch zwar, scheiße, das war keine Frage, hab euch zwar erst vor kurzem entdeckt, aber hab jetzt dann bald alle Videos von Nostalgia TV und Nostalgia Fakt durch. Weiter so. Gute Wahl. Gute Wahl. Ja, schön. Du bist ja auch ein großer Fan unserer Videos. Da können wir ja kurz mal dich einbinden. Was ist denn das Lieblingsvideo, was du je von uns gesehen hast? Das
mit den Raketen, Save the Forest. Oh, das ist ja Raketen. Das ist auch mein Lieblings-Drehvideo, also das hat richtig Spaß gemacht. Das hat echt ein Auto gemacht. Und aber das Erde machst du nicht nach. Und ihr auch nicht. Das ja, da muss man schon das Save the Forest sein, das macht ja. Aber unter Tage hat richtig Spaß gemacht. Halle, alles richtig cool. Guckt euch mal an, Raketenvideo. Das ist auf unserem Kanal, oder? Ja, ja. Things you should never do with rockets. Wir wollten die Serie ja vor 2 Jahren mal fortführen oder so, aber da ist ja dann nie was geworden. Ja, wir haben jetzt irgendeine Altersbeschränkung dagegen. Ja, ich bin ab 18. Aha, wie kannst du dieses Video gesehen haben? Bist du 18? Ich hab so einen Account. Du hast das in der Code, also in Scrum. So eine Frage an mich von Merriman MSG. Immer wenn du irgendeinen geilen Spruch machst. Scheiße, warte, es leckt. Feier ich mich voll und will dir dann ein High Five geben. Haha. YouTube sollte dafür echt eine Funktion einbauen. Mann. Könnt ihr David Hein nicht mal überreden, auch mal direkt eine Rolle in euren Prank-Videos zu spielen? Wir können es versuchen. Jetzt, wo er noch von Giga weggeht, der ist bestimmt perfekt dafür geeignet. Respekt für die ganzen, für das, Alter, für euer ganzes Schaffen, gefällt dir. Weißt du, ob er sich das eingeht, dann könnt ihr diese Prank-Geschichten. Ja, er hatte ja schon Bock drauf, er hätte auch Bock gehabt, mit uns nach Amsterdam zu fahren und so. Aber dann kam da ja ein bisschen was dazwischen. Oh, und der wollte ja auch wieder Slenderman machen. Mhm. Haben wir dann auch was dazwischen, hatten wir kein Kostüm mehr. Robert vernichtet das. Mal schauen, wie weit ich komme. Und Warte, stopp. Wie gesagt, welches Moment ist abgelehnt? Mal schauen. Ich bin mit deiner Robert. So. Blub, wenn ihr mal in Dresden seid, kündigt das mal an. Ich will euch mal live sehen. Wir kommen nicht nach Dresden. Ja, steckst einen Finger rein in Dresden. Bist du nicht irgendwie ab und zu mal in Dresden? Machst du das? Nee, davon. Nee, nicht. Nee, nee. Nö. Hallo, nicht vor der Kamera, das ist ihm unangenehm. Das lässt jetzt, musst du ihm was geben. So. Was davor, Mensch? Echt? Ja, du hast ja das Gefängnis. Darf ich das? Hab ich das letztes Mal erzählt? Nee, das habe ich in einer anderen Runde erzählt, wie ich Tina überlistet habe, mir einen Bus zu geben. Hast du es nicht erzählt? So nee, gemein. Das war nicht im Feedback. Ich glaube, ich kenne das. So gemein. Ja, das ist so gemein, dass Tina da so ein bisschen blond war. Ich habe nämlich einen Mund auf ein Stück Papier gemalt und habe mir dieses Papier dann an den richtigen Mund gehalten. Und Tina ist voll drauf abgegangen und ist natürlich hin, um diesen künstlichen Mund zu küssen. Und ich, clever wie ich bin, habe natürlich einfach dieses Stück Papierchen weggezogen. Die war beschäftigt. Die war konzentriert auf den Deutschunterricht. Nein, es war... Es war Deutschunterricht. Deutsch, ja. Ich war auch Physik, aber da war es ja gar nicht. Klar macht Tipps von Nostraff. So müsst ihr die Frauen geschlagen. Also muss man ein Video rausbringen, ja. Bitte, ja. Oder ihr schickt den Ring und nehmt mir den Abend wieder weg. Noch klar, ja, machen. Genau. Bitte schicken. Tutorial. Tina kann ja mal kurz sagen, wie man sie dazu kriegt, dass sie Loch gibt. Dass ich was gibt. Dass du Loch gibst. Loch geben? Was muss jemand machen, damit du Loch gibst? Was heißt denn Loch geben? Ja, was will das denn? Das ist Loch. Ich weiß nicht mehr. Was muss ein Junge machen, damit du Loch gibst? Dann musst du süß sein wie Fridolin. Aber auch nicht mehr machen. Das Ding kommt halt nachher. Jetzt Loch geben, ja. Das ist ein bisschen jetzt, ne? Würde ich gerade sagen. Nein, es hat ja die Story, dass da so zwei migrationshintergründliche Leute auf YouTube sich unterhalten, wie sie die Frauen klar machen, dass die Loch geben. Das ist ja so ein bisschen Running Gag. Ja. Er ist halt so, und er hat da so einen Ring um den Hals, den hat er immer dabei, gibt ihm das. Dem Mädel gibt er den Ring und sagt so, hier, du bist voll wertvoll. Und dann gibt es ein Loch und dann nimmt er ihr den wieder weg. Das war seine Strategie. So, auf jeden Fall ziemlich cool. 19 Ton, klar, irgendwas, Pilz. Was findet ihr Halunken besser, Turmspringen oder Splashdiving? Kann ich nicht genau unterscheiden. Also Splashdiving, da geht es darum, dass man möglichst nur spritzt, ne? Mit Taufspringen machen so kurz Spritzt. Ja, das ist dein Ding. Spritzt, hat er gesagt. Ich hoffe, er wird noch geben. Mann, das ist hier nicht ab 13, 12. Scheiße, Alter. Du bist hier. Du bist ja 12 hier. Ich verstehe das doch noch nicht. Ja, mach einfach die Augen zu. Eieiei. Splashdiving finde ich nicht so krass, weil das machen die ganzen Bauern immer. Ich spritze jetzt mal so und so. Nicht, dass jetzt die Splashdiver beleidigen. Ich bin halt Friedrich, ruhig nach Tina Markus oder so, sich ein bisschen offensiver ansehen. Ich bin zu schlank und dynamisch gebaut. Das Wasser geht so um mich rum und macht dann gerade Wasserfläche. Also ich kann nicht Splashdiven, deshalb mache ich immer die geilen Tricks. Ich denke, klar. Ist ja eine Haare. Ich hätte letztes Geburtstag. Entschuldige, alles gute Nacht. Ich hab einen Film und
geworden. Kannst du ruhig geben. Kleiner Mann. Ach ja, Turmspringen war es, genau, Turmspringen. Die ganzen Bauern, die machen dann immer Krampe und Brett und so und gucken, wie hoch zu springen. Und dann kommt übrigens früher Robin Noster an und dann kommt die darum geht's nicht. Richtig Jubel. Nein, darum geht's ja nicht. Es geht nur darum, wo wir wieder beim Set. Es ist natürlich jetzt ein bisschen vorteilbehaftet und so da. Ja, du bist doch selbst immer Bauer. Ja, das, um mich drüber lustig zu machen, weil die Bauern, die stehen auch erst mal 5 Minuten auf dem Turm, bevor sie überhaupt runterspringen. So, das sind nicht Rumbauern, egal. Ja, der geht dann auch mit keine Rumbauern. So, Rammel. Aber Robin ist echt ein guter Freund mit Boggy geworden wegen seinen guten Sprüngen. Also, Boggy kommentiert immer seine. Ja, ich hab jetzt gesagt, ich hab den Bademeister klar gemacht, Mann, wir sind jetzt voll dicke. Der Bademeister hat alle auch schon auf den Arsch gehauen und so. Also, der Bademeister. Und ich wollte auch schon klar, dicke. Der macht. So, Rammel muss ich noch mehr Mühe geben. Also, ich will erkämpft werden. Erobert. Ich bin eine Königin. So, der Rammler hier sagt nämlich, ihr seid das Beste, was es auf YouTube zu sehen gibt. Das Beste, was es auf YouTube zu sehen gibt. Beste Grüße. Ist das nicht schön? Vielen Dank. Das Beste, was es auf YouTube. Ja, was ist das Beste? Ja, wir. Habe ich was verpasst? Ja. Hast du bei Titi noch nicht geguckt? Ja. Hol das mal nach. Die werden geschrieben, Y und so. Milena Vollenhals. Vollenhals, kennt die da. Wer hätte gedacht, dass das jetzt kommt, Mann? Wer hätte das gedacht? Wenn ihr über ein Thema länger redet oder halt abschweift, finde ich das nicht so schlimm. Finde ich sogar gut. Wären es halt 3 Stunden. Ja, 3 Stunden. Das Ding ist ja auch mit Schneiden und so. Ich brauche nämlich noch 24 Stunden, um das mich hochzuladen. Das ist ganz schön krass. Weil du eine übermäßige Super-Internetverbindung hast. Wie ist es denn mit deiner Internetverbindung? Sie ist nahezu nicht vorhanden. So langsam ist die. Ja. Du darfst nicht über Kabel gehen. Oh, der nächste Kommentar ist schön. Ein Ritter sagt nämlich, haha, der Zug in den Wald. Ja, der war witzig. Ich stehe nämlich nur Weimarer. Ich habe den übrigens einen Joke das letzte Mal gemacht. Nee, das verstehen auch Leute, die wissen, was neben Weimar alles so ist. Also nicht nur Weimar. Was hast du für einen Witz gebracht? Naja, es gibt hier einen Zug, der fährt in den Wald rein. Ja, naja. Da, hallo, jetzt war auch ein Zusammenhang gerissen, ist das nicht lustig. Ah, jetzt habe ich dich vorgeführt. Boah. So, Mann. King Crazy sagt nämlich viel lustigere Sachen. Bin ich der Einzige, der findet. Ach so, ja, der habe ich auch schon gelesen. Der findet, dass ich aussehe wie eine junge Variante von Alea, dem bescheidenen Leadsänger der Penis-Band Salatio Mortis, deutscher Mittelalter-Folk-Folk-Rock. Ich habe mir den Typen angeguckt. Lustigerweise sieht er gar nicht so aus wie ich. Hat aber dieselbe Frisur und auch so ein Bart. Nein, weißt du, wer aussieht wie du? Das habe ich dir schon mal gezeigt, das Foto. Die haben bei dem Bundeswischen Song Contest immer mitgemacht. Diese beiden Typen, die die übelste Mähne ja, oben komm, hatten. Diese Schweden nicht, da. Ja, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Weißt heißen die nicht irgendwas Twins oder so? Das stimmt. Nicht Zwanner-Zwillinge. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Die Fans wissen, was wir mit Twins machen. Ja, wir schicken die in den Wald. Ah, siehst du, jetzt hat er gelacht so. Ist ja nicht zu Das ist schwarzer Humor und Ironie. Und Ironie. Okay. So, wir müssen abschließen mit unserer Geschichte. Wir müssen eine neue schreiben. Wir müssen mit uns übertrumpfen noch, unsere Urväter. Pixel Hunter sagt, könnt ihr mal die Eiswürfel-Challenge machen? Was heißt das? Was ist das? Eiswürfel-Challenge, irgendwas, was es schon gab. Ja. Na ja, gut, Cinnamon-Challenge. Eiswürfel-Challenge. Wahrscheinlich in den Mund tun. Ja, wollte ich gerade sagen. Also Anna hat mir ja erzählt, sie kannte mal 2 Lesben, die haben sich mit so, wie heißt dieses Eis? Dieses Muku-Eis, Muku heißt es? Nee, das war nicht, das war das Kaktus-Eis. Das Kaktus-Eis, damit haben die sich mal befriedigt. Ja, das war schon ein Kaktus-Eis. Ich war nicht dabei, also ich kam erst dann rein in den Raum. Da lag dieses abgenutschte Eisding in so einem Glas. Aber das musst du nicht schon. Ich dachte halt, die hätten einfach Eis gegessen und dachte noch, oh ja. Und dann haben die mir das halt drüber erzählt, dass sie sich das da gegenseitig und so. Ich vermute schon, weil das hat ja oben diese Knisterkuppe. Ja, aber das ist doch kalt. Das ist doch kalt. Ja, vielleicht ist das der Lesbenkick, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Das ist doch Lesbenkick. Ist der Homophob oder was? Ja, übelst. Mann. Ach ja, und King Crazy sagt noch, ach so, und ist durch die das Format Ask eigentlich Geschichte? Das haben wir schon mehrfach gesagt, nein. Ich habe jetzt heute mal Kalle und Daniel geschrieben, die sollen noch in Amerika mal ein paar Fragen von Ask beantworten, dann kommt die nächste Folge irgendwann. Sushi. Sushi 891, das ist eine Frage für alle. Welche Stadt findet ihr besser, Berlin oder Köln? Sind es hier Berlin Tag und Nacht oder Köln? 0815.
So, wer für Köln ist, hebt jetzt bitte die Hand. Ich muss mal kurz Moment, überlegen. Ich esse gerade. Warst du schon in Köln? Nee. Ich auch nicht. In Berlin warst du schon oft genug. Ja. Wer für Berlin ist, hebt bitte die Hand. Aber mir ist Berlin zu groß, deswegen... Ja, Köln ist doch auch groß. Ja. Ja, Köln ist halt... In Köln wohnt bei Titi, wer wohnt denn in Berlin? Also ich habe in Köln Freunde, die... Ich denke, Köln ist cool. Ja, Köln ist halt noch mehr Medienstadt, aber noch offiziell nicht. Ja, ich bin auch für Berlin. Ich enthalte mich. Köln mit seinem Kölner Dom immer und den ganzen schwulen Leuten, ist ja ekelhaft. Nee, Spaß. Ich bin nur ein bisschen frustriert, dass er seinen Ausweis 2012 zur Gamescom nicht mit hatte, dass wir in diese schwulen Bar gehen konnten und eine Menge Spaß gehabt hätten. Wäre einfach gegangen, bist du nicht gegangen? Na, ich hat's, du tat's mir leid. Wow. Ausreden? Nee. Ja, das Ding war, war's kosten. Da war ich noch minderjährig. Ja, siehst du, da war ich noch minderjährig. Ich muss bezahlen, wenn du da drin kommst. Du gehst halt. Ich, ja. Das musst du mal reingehen, dann krieg ich da gleich mal drei Typen einmal an. Ja, klar. Da gab es auch irgendwie so Zeichen. Wenn man irgendwie so einen Fluch hinten und dann Arschtasche hat, dann heißt es irgendwie was. Okay, jetzt kommen teilweise meine Lieblingsfragen, die habe ich mir schon mal gesehen. Das sind so, ich mag solche Fragen, die so entweder oder sind oder so, ja, wisst schon, wie jetzt gleich kommt. So, würdest du lieber deine Mutter und. Ja, deine das Freundin? Ist noch eine ziemlich krasse Frage. Ja, wenn wir mit seiner Mutter schlafen, das wissen wir jetzt nicht. Alter, Oli Dacilla. Frage an euch alle. Was findet ihr besser? Warm, kühl? Das ist das Erste. Was? Warm oder kühl? Warm oder kühl? Ich bin definitiv für warm. Ich bin auch für warm. Das ist kühl. Eine Familie. Kühl. Ja, warm. Aber wie ist das hier? Der Deutsche wärmt sich am Eisblock und so. Was ist denn damit jetzt? Und der Deutsche ist nicht traurig, wenn es kalt ist. Der ist nur traurig, weil es noch kälter ist. Oder so. Oh, das ist und finde ich trotzdem schön warm. Okay, jetzt Friedrich, jetzt sag doch mal was. Du sitzt hier nur. Jetzt erzählst du mal einen kleinen Schwank aus deiner Jugend. Ach, die war ja noch gar nicht. Die ist noch. Die ist noch. Aus dem Kindergarten. Nein, das ist doch cool, Mann, ey. Man beneidet dich alle da draußen, beneidet dich um deine Jugend. Das ist alles noch vor dir. Das ja. Stimmt. Und du hast jetzt schon ordentlich was auf dem Kerbholz. Ich krieg jetzt schon genau. Zwei Jahren was? Weiß ich nicht. Das ist schön. Ey, du bist so rotzfrech. Ja. Oh. Ey, ich sieh das! Ah, hab ich's gesehen, den Blick! Ja. Der Checker vom Neckar hier! Oh Mann. Checker von der Ilm! Du bist einigermaßen arisch, oder? Das bin ich. Du hast ja auch so einen Schönheitsfleck, der ist voll süß. Stimmt. Sag nicht so oft süß, dann kann man komplett zu sagen. Ja, ein Mann will das genau ja, einfach nicht hören, dass das süß ist. Leber muss mächtig sein. Ja, warm oder kühl, Friede? Warm. Warm. Siehst du, das seid übelst in der Unterzahl. So. Alter! Yeah. Ja, geh nach Pasta auf zu Robert und zu Robin. Ja. Hell oder dunkel? Hell oder dunkel? Dunkel. Ich muss dunkel. Eigentlich, ich dunkel. Muss, dunkel. Eigentlich muss ich hell sagen. Hell. Ja, dunkel. 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 Ja, dunkel ballert schon. Ja, ballert. Geräusche schrägstrich Stille. 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 Echt Stille, ja, ja, lieber Stille. Nein, lau ist das nicht. Nee, richtig ruhig, richtig Ruhe, kein Gelaber. Aber als wir in Gravity waren, hat es voll geängstigt. Es war übelst laut, ja. Ich hätte es gerne still gehabt. Ach so, na gut, naja, aber ich meine, weil da so teilweise fast gar keine Geräusche machen. Dann hat es natürlich wieder übelst geballert. So, weiter. Im Zentrum schrägstrich abgeschieden. Zentrum. Abgeschieden. Zentrum. Zentrum. Abgeschieden. Siehst du hier, da merkt man schon unsere Beziehung mit Kälte. Ja, abgescheidet. Zentrum. 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 Geil, das ist so eine kleine Partymaus, ja? Alter, ey, der ist schwul, wenn der hier rausgeht, wenn ihr weiter so macht. Ja, wirklich. Ist doch geil. Nein. Partymaus, niedlich, süß. Auf jeden Fall, cooler Typ. Ich bin eher der kühle, dunkle, stille, abgeschiedene Typ. Ich hasse die Sonne und kann dem Sommer nicht ausstehen. Heißt Emo oder was? Emo 643 oder was? Ja, warte mal. Lieber zu kalt als zu heiß, denn vor Kälte kann man sich einfach schützen. Hä? Noch ja, nicht. Ja, einfach schützen. So, was gerobbelt, kräftig im Erdloch rein. Ich mag auch kalt, viel lieber, der Sommer ist mir auch nicht. Hä? Mir ist der Sommer nicht. Also ich, einen Monat lang im Winter Schnee und kann es echt mal wieder gut sein. Ja, mit dem Snowboard. Ich finde auch, 11 Monate müsste es schönes Wetter sein. Ja, und dann nee. ein Monat doch. Schnee. Und ein Monat nee. Wirklich Schnee, schön kalt, knackig und dann war es das aber wieder. Nee, wäre das nicht. Ja, doch. Mal nicht. So, hier über. Wir fahren im Winter dann wieder zusammen Schlitten, ja. Und Snowboard. Snowboard. Ich habe jetzt ein richtig geiles Snowboard.
Hab ich mir hochgebaut. Vielleicht können wir dann Manhattan halt den Berg runterfahren. Ich hab aber nicht gebaut, ich hab nicht geil. Es ist genauso groß wie ein Snowboard, aber viel leichter. Das heißt, ich hoffe, das geschehen. Kannst du mir dann mal zeigen. Vielleicht bringst du es mir dieses Jahr bei, nicht im Zufall. Du gehst mit Snowboard. Ja. So, Jazz ist andersvoll. Hey, ihr Flotze. Was los mit dem Video, das ihr mit Bullshit TV packen wolltet? Oder? Ja, ist gute Frage, Robin. Also ich bin der Meinung, wir sollten es machen, aber du bist ja immer so, nö. Alter, nein, ich sag nur keinen Stress, keinen Stress. Nö, mir ist der Erfolg egal. Alter. Nö, ist egal, ist egal. Das haben wir übrigens ebenfalls auf Küchentisch besprochen, ob wir das Video nun oder nicht. Der Herodes, der ist übelst auf Hype aus. Das ist so widerlich. Eigentlich passt der voll nicht ins Team. Na, dann passt Kalle aber auch nicht ins Team. Pass mal auf, pass mal auf. Kalle sagt auch nicht, dass alle Bullshit TV machen und so. Pass mal auf. Nicht rein. Erfolg. Toll, dann mach doch mal, produzier doch mal mehr Lieder. Das macht doch mal ein Feature, Tina kann sehr schön singen. Ich hab ja immer gerne in Musik zugehört. Mach mal auch immer eine Kostüme. Bin ich schon, sing mal was. Oh, ich mach mal den Wagen. Wagen. Fühlt sich verschwagen vor. Das war sehr geil. Ein Kostprobe. Ja, aber nämlich. Das war richtig. Amsterdam, die war doch schön. Du musst kann es auch erzählen. Zitieren. Du sollst aber jetzt singen. Zitieren. Ich hab mal so schön. So spät. Weißt du noch, was wir in Deutschunterricht. Wo ich Frauenarzt zitiert habe. Ja. Dir, jetzt sag doch mal bitte laut. Ja, stimmt, da hast du es erst so, genau, ja. Der Bass ist tief, die Atmosphäre sehr entspannt. Ich habe ziemlich dicke Eier. Und den Steifen hat einen Schwanz. Ich habe ein Stehen, lass dich gehen. Sag, warum bist du so frigide? Warum bist du so gehemmt? Warum bist du so... Verklemmt, Fridolin! Deine Fotze in der Hose, die will gern mal mit mir reden. Also mach den Mund weit auf, dann kann ich sie dir hineinschieben. Was? Du willst nicht? Dann raus aus meinem Haus! Doch bleibst du hier. Ich lache. Doch bleibst du hier? Pipi, besorg ich es dir. Das war ja damals die Situation geil. Alle mussten vor zum Gedicht vortragen. Du hast immer permanent dazwischen gequatscht, weil du Frau G. nicht leiden konntest. Du hast immer dazwischen gequatscht und dann sagst du so, ja, du kannst gar nicht abwarten und du gehst halt vor und zitierst es dann, ey. Das war richtig geil. Besser als das von Philipp. Nee, hieß der Philipp? Was? Nee, wie denkst du? Genau. Flori war auch lustig. Wie war denn das? Was hat er denn gemacht, ihr? Der hat doch auch dieses Liebesgedicht da vorgetragen. Ich weiß nicht. Doch, dieses. Keine Ahnung. Ich komm noch. Doch, ja, irgendwas Komisches war's. Ja. Aber, ich weiß nicht. Da! Ach, ich ja, lieb genau. dich nicht, du liebst. Genau. Ich lieb dich nicht, genau. Du liebst mich nicht. Aha. Da. Und wir haben alle nur gefeiert. Vor allem hat das ja echt nicht mehr Text, ne? Aber er hat doch nur eine 2 dafür sogar gekriegt, ne? War das so? Nee, so das war viel? Schlecht. Echt? Ja. Ich hab gesagt, er hat es doch übelst drauf gekriegt. Ja, ich glaube, er hat sogar eine 4 bekommen. Ist echt? Ja, also ich hatte es gar nicht so schlecht, ne? Ich fand das richtig hat sie, und er hat sich dann nur noch dumm gemacht. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Von wegen. Er hat ja die Betonung so viel Wert gelegt. Richtig. Und weiß nicht, hat er aber auskommt. Wirklich. Der hat jedes da anders betont. Ja. Ohne Mist. Da. War halt nicht so viel Text, aber. Wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Das Video habe ich noch zu Hause. Was von was? Ja, von Da. Ach so. Von Philipp. Geil. Okay, nächster. White City, also das ist anders nochmal, hat mal so ein Joke-Video gemacht, das so aussah wie von den Alten und haben dann. Das war das Letzte, was gut war, ein April-Scherz. Haben dann am Ende gesagt, April. War nur ein Joke, natürlich werden wir es nicht so machen. Aber traurigerweise hat mich dieses Video zum Lachen gebracht. Und die anderen 9 nicht. Aber ich weiß noch, wie ich einen Kulturschock erlitten habe. Wie? Wann war das? Wann sind wir zusammengekommen? April? Es war um die Weihnachtszeit 2010. Ah, ich weiß, was jetzt kommt. Ja, du weißt, was jetzt kommt. Und ich komme zu dir nach Hause, sie ist da und ihr hört euch beide bei Kitty an. Dieses, er hat nur ein linkes Ei, diese ja, kein linkes Ei. Ach so, ja. Keins. Ja, habt ihr euch da angehört? Da habe ich den Glauben an die Welt verloren. Tina Mutter. Hört sich mal Titi an. Tina war doch sonst immer so. Du hast deine Muschi auf deinem Handy? Ja. Meine Muschi ist schön. Oh, das riecht ganz sehr. Aber ganz pilzig. Das ist MCM. Alter, das ist MC Fettfett.
Oh, Jess ist anders voll. Hui Giga ist ja schon verdammt jugendgefährdend. Aber was? Aber dass ihr den Hate abbekommt, finde ich schon gut. Here comes the pain, here comes the pain. Busch, kusch, ratatatata. Ja, geiler Typ. Da. Es war ja eher andersrum. Wir haben ja die Scheiße verzapft und Giga hat den Flame dafür abbekommen. Also. Aber hier ist was. Das ist auch ein Grund, warum wir es erstmal jetzt so ein bisschen ruhig angehen. David, so. Geht's jetzt besser. David geht's gut, ja. David hat uns überholt. Ruhig angehen ist jetzt erstmal schön. Ich glaube, wir haben Dave nur den Weg geebnet für seine Zukunft. Ja. Wir haben was Gutes getan. Wir lesen euch noch schön. Vollen Hals, sagt wieder, was ich so habe. Ich war auch in Amsterdam und da war es genauso. Trotzdem musste ich da nicht so viel verarbeiten. Oder erstmal war erstmal geschockt. Ja, ob es da genauso war. Draußen eine Pisswand auf der Straße war. Ja, die Pisswand war da, aber das Ding war ja, dass das Kalle fast umgefahren wurde. Dann waren da die Bullen, da wurde eine niedergestochen oder was weiß ich. Auf jeden Fall wurde da irgendjemand krass verletzt. Das kam halt in der ersten halben Stunde viel zusammen. Und es war auch nicht so, dass ich da total fertig war oder so. Es war einfach nur. Heulen in der Ecke. Es war einfach nur unglaublich, weil die erste halbe Stunde so Action geladen ist. Also, ihr macht immer irgendwas auf. Oh, ich hab's nicht mehr. Nein, nein, nein. Nehmen wir kein Beispiel mit dem. Ja, die wollen nicht. Der ist mein Vorbild. Wer? Das ist mein Vorbild. Ernsthaft? Oh, oh. Scheiße, Alter, du wirst bald keine Haare mehr haben. Was ist das denn? Und was macht der Bart? Lässt dir auch sein, Maxel, ja? Der ist richtig trendy, aber du wirst ihn sein haben wie ich. Du musst dir deinen vor allem. Mit Rot, Orange, Schwarz, Gelb. Ja, das ist wirklich ein bisschen groß geworden. Das ist ein bisschen viel jetzt. Das ist schön, gell? Ja, aber was ich dazu sagen wollte, im Vergleich dazu, Paris waren wir auch und da war die erste halbe Stunde Parkplatz suchen, dann war das Auto Liebe, kaputt. Das war die pure Liebe. Da habe ich versucht, ein Foto von. Nee, das wird keine interessante Geschichte. Lass es die mal. Richtig gut, ey. Naja, ja. Hatte ich das schon erzählt? In Paris hat man nämlich das Problem mit dem Auto, wenn wir vom Gas gegangen sind, ist es ausgegangen. Und da gibt es ja diesen riesigen Kreisverkehr. Ja. Und da sind wir halt so lang gefahren und Daniel durfte nicht vom Gas runtergehen. Das war so krass. Aber schön. Sonst, ja. Fünfspurig mit Anhalten und so Zeug. Ja. Naja, alle anderen sind angehalten. Wir mussten halt irgendwie weiterfahren. Alle anderen sind angehalten. Ja. Alter, das ist mir schon. Finde ich gut. So. Osama sagt, wie findet ihr es eigentlich, dass es nur so wenige Spiele aus Asien in den Westen schaffen, ja. Aber nicht als Besitzer. Scheint mich nicht zu stören. Er holt das schon länger aus einer PS Vita. Tangiert mich peripher. Oh, die Schüler von Z-Gruppen werden jetzt. Peripher. Jetzt bin ich meine erste Tochter. Peripher. Deine Frage ist einfach uninteressant für die Leute. Jennifer, also er führt das dann im Weiteren noch sehr genau aus. Das interessiert euch alle nicht. Doch, ich habe mal... nein. Naja, die asiatischen Spiele, also besonders die japanischen, sind halt sehr speziell. Ja, das ist mir schon wieder. Ich habe immer Tekken früher gezockt. Das ist natürlich was für die Echerei. War ich immer die mit den Engeln. Nee, aber es gibt zum Beispiel in Japan gibt's ein Vergewaltigungsspiel. Alter, das ist halt einfach... Für welche Konsole ich brauche das? GTA ist doch auch ein Vergewaltigungsspiel. Nein. Vergewaltigungssimulator quasi. Ja, Scheiße, ist wirklich, ja du hast wirklich so, ja, du hast da so ein Grafik-Adventure, wo du einer Person hinterherläufst, dann kannst du antippen, wo du sie zuerst berührst. Und, ja, aber es ist doch besser, wenn die sowas spielen, als wenn sie es wirklich machen. Das stimmt ja auch, aber stell dir das mal vor, dass das hier auch in Deutschland rauskommen würde. Vielleicht merkt es dann da erst. Skandal halt im Sperrbezirk. Ich wollte sagen, dass ich jetzt die Hemmschwelle herab, genau wie bei Shooter, so eine Scheiße, als ob ich auf Menschen schießen würde. Ja, sagst du. Oder weil Leute außer wir vielleicht das aus GTA nachspielen. Also bei dir das hätte ich auch keine. Gedacht, dass du noch, Amoklauf startest in der Schule. Ja, ich fand die schon deswegen eine Scheiße. Deswegen wollte ich nie neben dir in der Schule sitzen. Nee, damals war nur das geile Du und noch einer, schreit ihr oder so. Ihr habt immer so Bilder gemalt mit so einem so Panzer links und rechts, 6. Klasse oder so. Und die haben sich halt bekriegt und da war überall Blut und Leichen. Und einmal hat man die Geschichte, glaube ich, auch kurz angerissen. Ich weiß nicht, ob du da überhaupt schon da warst, wo du die Geschichte erzählt hast oder geschrieben hast in der Vertretungsstunde. Von wegen alle Fahrstuhl. In den Fahrstuhl erregt ja, in ihrem eigenen Blut und erinnert sich an ihren Gedärmen. Einfach nur um die Vertretungslehrerin zu befreien. Das war Frau Große damals. Echt? Ja. Deswegen. Echt? Ja, ich glaube, das war die nämlich damals.
Nimm dir kein Beispiel, dann ist und genauso geil war, genauso geil war das mit dem Hausaufgabenheft. Ja, ja. Das haben wir auch schon mal ausgeführt. Es war so die Leute geil. Verstehen das ja. Ja, und mit dem anderen Hausaufgabenheft, was Tina nämlich aus dem Fenster geworfen hat. Und dann durften wir erstmal nicht mehr im Klassenraum bleiben. Tina, bitte ins Sekretariat. Tina, bitte ins Sekretariat. Nie wurden diese scheiß Boxen in der Schule benutzt. Ja, stimmt. Das einzige Mal. Mann. Und dann sollte ich auch noch nachkommen. Und dann mussten wir das erklären. Und so. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ich auch doch, nicht, nein. Das war, doch, ich glaube, das hat sogar so angefangen mit dem Video, was in dem Tina-Video drin ist. Wo wir im Physikraum und so gewachsen haben. Weil es Spaß macht. Das war aber auch lustig. Wo Pille das gefilmt hat. Ja. Hast du das Video mal genauer? Das war in dem Raum, wo wir bei Herding waren. Ja, in dem Raum war das. Ja. Hast du das Video mal genauer angeguckt? Wieso? Da hast du so lange Haare. Ach so, ja. Das ist echt krass. Da musst du machst genau. Alle in dem Video machst du auch... Alter, und ja! In Zeitlupe ohne Ton, weißt du, machst du halt... Weil es halt so geil. Okay. So, Leckmilch sagt, der Markus kommt mir sympathisch vor. Nicht ganz. Der Markus? Ja, der ist letztes Mal da. Der ist ein bisschen der Waldorfschüler. Ja, der ist ein bisschen wie war mir nach den ersten drei Minuten schon ziemlich sympathisch. Passenderweise heißt der nächste Kommentar, boah, wie der Markus schon nach drei Minuten unsympathisch war. Wer schreibt mir das zufällig? Ah, der hätte ich nicht gedacht. Engine Zero. Wieso schon Trend? So, dann sagt er, ob ich die Allgemeinheit mal aufklären will, was die Kommentare bei der Farbcode bedeutet. Also, weil ich hier also immer Farben hier habe, sieht man nicht, hier, gelbe Farben. Das sieht man jetzt da oben, hier ja, sieht man das jetzt sehr schön. Da oben sieht man das. Ja, die roten Fragen sind einfach englische und die leicht geschwärzten sind die rausgenommen, weil die keine Fragen waren oder so. Oder zu oft, ich habe zum Beispiel das in dem Gamescom-Video jetzt mal ein bisschen oft zurückgenommen. Immer wieder gestellte Fragen, ja. So, ja, das ist ja der langweilige, für die stellt die bitte nicht mehr. Nein, also früher oder später können wir da nochmal drauf eingehen, aber jetzt. Mit der Seele einer von mit dem Gamescom-Video zum Beispiel ist langsam mal gut. Alter, komm her noch. Gamescom-Video. So, KnuffchatTV zur Drogenpolitik. Der Konsum ist nicht verboten, nur der Besitz. Nur der Besitz. Im Video sagt ihr aber, dass der Konsum verboten ist. Ich glaube aber, er redet von Amsterdam, als er von Amsterdam erzählt hat. Und da ist es nämlich genauso verboten, eigentlich offiziell verboten, in der Öffentlichkeit zu konsumieren. Das hat natürlich einen, der bei uns mit war, nicht gestört. Da hat dann sich seine Ecstasy auf seinem Restauranttisch zerkleinert, aber das ist ja egal. So. Warst du da? Ich war nicht genau. Mit. Jemand anderes, jemand ganz gewisses anderes. Der im Auto da nicht mitgesungen hat. Vielleicht. ja, ein nächster fragt, der hat eine Handynummer als Username. Hey, lass ihn mal anrufen. Wo ist Kalle? Hat jemand Handy? Lass ihn mal anrufen. Hey, wenn das wirklich funktioniert, dann musst du ja aber zensieren. Wir rufen jetzt mal die Nummer an. Klickt hier mal eben. Piep! Ob du als einfach abschreibst. Auf den Mega. Während ich den nächsten Kommentar vorlese. Ist es dann eh nicht angezeigt oder Name? Ja, ich kann es ja zensieren. Converse Star, kann ich irgendwann mal mit Kalle schreiben? Du kannst mal mit Kalle schreiben, ist gar kein Thema. Du musst nur bei Facebook adden oder so. Falls du da bist, ist voll kein Ding. Oh, Spaß, die ist gar nicht vergeben. Toll. Toll. Oh, ist ja echt geil. Du hast dich eh verzinnt. Okay, Stay Unlibel. Echo Fresh ist kein Assi. Tina, du kennst dich nicht mehr aus. Ist Echo Fresh ein Assi? Was ist voll der Assi? Echo Fresh ist voll der Assi. Aber er ist der Echo ist, glaube ich, im neuen Video bei Suche mit dabei. Da habe ich mir auch gedacht, hallo. Und ich bin wir, oder du auch, ne? Wir, weil wir ja auf der Gamescom waren, sind im Echo Fresh Video Day. Er hat hier so ein Halt-die-Fresse-Video gemacht. Ja. Und da sind wir im Hintergrund, wie wir halt hinter ihm herlaufen und mit Sprungspaß. Aber nur nicht. Haben wir echt Kamera gewonnen, als wir das Video gemacht haben? Was? Diese sexy Wurst, oh, hieß das Video. Nein, wir haben nicht gewonnen. Außerdem bei Interpreten wie Haftbefehl geht es nicht um die Texte, es geht um den Flow. Aha. Die Harmonie zum Beat, den Skill. Gebt euch mal SSIO auf dem Kanal, kann sich jeder einigen. Ja. Tina, du bist da voll drin. Was soll ich machen? SSIO sagte das mal. Das ist nass. Warum? So, was ist dein Favorite Rapper? Warte, ich weiß es noch. Dieser Typ hier, der aus hier kam. Wie heißt das? Aus hier kam? Der hier aus der Nähe kam. Ey, das war Weins. Nee, nicht Passwort. Nee, nicht das andere. Okay. Der auch so rauchig singt, glaube ich. Oder Rap. Materia. Materia. Nein, ist nicht mein Lieblings. Aber den hab ich mir gemerkt. Der hat ganz schön nachgelassen. So. Aber das neue Alligator-Album musst du mal Ja. Kalle labert davon.
Haargummis, das ist eins. Ja, Anna, würdest du dich mal bitte integrieren? Jetzt teste Elch, sagt nämlich. mir ist alles egal, solange Anna dabei ist. Die ist die schönste Person in der Hole. So. Das ich hab mehr Applaus. Ich habe die Kommentare, die muss ich nicht. So, die sind die Kommentare. Könnt ihr da bitte jetzt mal einen Applaus machen? Und Das geht. Jetzt Test Elch. Danke. Das ist der jetzt Test Elch. Ich freue mich darüber natürlich sehr, aber du musst deine Meinung jetzt bald ändern, denn heute haben wir Tina hier. Ja, aber wenn du ein Autogramm von Anna möchtest, dann schreib deine Adresse in die Kommentare. Genau, schreib deine Adresse in die Kommentare. Deine Handynummer. Aber ich werde hier anonym behalten. Ja, der hat mich doch eh schon mal. Mein Name wird immer. Ja, ich wollte gerade sagen. Gut, ja, das ist mal machen. Dass du schon gesagt hast, piep ins Sekretariat und so. Scheiße. Ja, wenn ich nicht vergesse. Wir können das doch so machen, dass ein Fan uns die Nummer gibt und wir rufen den im Feedback dann an und dann ist der dann drin. Toll, schreibt jeder 100%. Naja, eben, aber dann können wir uns einen aussuchen und der freut sich dann. Ey, wenn ihr eure Nummern in die Kommentarsektion schreibt, dann seid ihr echt nicht sehr clever. Das ist die Frage, aber ihr werdet dann vielleicht angerufen. Ja, schreibt uns eure Nummer als Privatnachricht. Nein, schreibt sie in die Kommentare, das reagieren wir da gar nicht. Genau. Wir sind viel zu fake für auf eure Verantwortung. Privatnachricht. Oh Mann. So Gynäkologen-Krokodil 92. Herr Rode ist zu pfeifen, du sollst doch nicht alles verraten. Was? Das ist der. Scheiße, ich komme nicht auf den Namen, Alter. Fuck, sorry, Mann. Sorry. Nicht Peter, sondern sein Bruder. Ach, Heinrich. Da war Was war das? Ich weiß nicht. Dass die lieferten die Jungs. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, es war das. Okay. Multimax, der David Hein, mit einem schon echt leid tut. Da läuft er 3 Tage mit einem harten Teil rum. Nur weil er an Anders und Polypen denken muss. Dann trifft er endlich die Vögel von der Seraphu TV auf der Gamescom und das beste Stück davon ist nicht dabei. Ich bin das beste Stück und ich sehe den David aber Mitte. Ich sehe den David Mitte. Anna, ich hoffe, du bist dir bewusst, was du angerichtet hast. Das ist ja mindestens eine Entschuldigung. Ja, ihm sind jetzt bestimmt beide Hoden explodiert, aber ich werde mich dafür entschuldigen, ganz persönlich, auch wenn er jetzt keine Hoden hat. Wegen dir müsste er jetzt Leute auf der Gamescom sexuell belästigen. Das ist echt. Alter, ohne Scheiß. Der Danny war mit uns in Amsterdam, der gar nicht auf diesen Spruch klar kam. Der hat den immer wieder zitiert. Wir sind seit 3 Tagen auf der Gamescom mit einem steifen Peter, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Der ist da nicht drauf klar. Bei David hat es damals gefreestylt. Der hat sich das gar nicht selbst ausgedacht. Ja, bei David übrigens nicht. Nicht frei überlegt. So, Spider-Mike sagt: Knilch, 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 was trinkt die Blut? Leck Milch. Wir haben diese Typen aus Berlin 3 Nachrichten in 3 Wochen geschickt, dass ich doch bitte mal vorbeikommen soll. Ja und? Was? Keine Ahnung. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Schreib dir nur in die Kommentare. Schreib mir nur mal in die Kommentare. Ich bin der Erste. Und wer anders? Wir klären das für dich, Mann. Wie hast du gesagt, morgen die 40. Immer so eine gewisse Person, wenn der Richtung voller und du sagst, du nimmst das Brett und ziehst deine rein. Ja. Dass du ruhig ist. So, Chala 4. Du musst dir früh genug sagen, wie es läuft. Du musst halt irgendwas in die Fresse kriegen. Chala 4, Friedrich. Ja. Willst du in die Fresse kriegen? Nein, bin tatsächlich auch aus Weimar, sagt Chala 4. Kennst du den? Ich weiß, keine Ahnung, ich wollte dich mal eingehen. Nee. Danke, dass ihr mich da nochmal drüber aufgeklärt habt. Gamescom fand ich trotzdem geil. Ich bin dafür auf den beiden Dildo-Klatsche gekommen. Ich freue mich auf Robert. Oh. Ganz schön. Robert hat ja schon seine eigene Fangemeinde. Chala 4 ist hoffentlich ein Mann. Robert sollte man eigentlich machen. Er hat ja seine eigene Fangemeinde. Ich bin kein Kanal, aber was soll ich da machen? Keine Ahnung. Nazi-Witze. Weil du hast einen Kopf Nazi. Weil jetzt ist voll nicht mehr angefangen. Jetzt hat er nicht mal mehr die Klatze. Das ist egal, das zieht trotzdem noch. Wie ich, Ey, als ich nur dieses kleine Bild gesehen habe, ne, dachte ich mir echt, ihr macht ein Video mit einem Nazi. Ach, das ist echt von seiner Klasse. Ja, ich hätte es nicht wahr, oder? Das ist so lustig. Hat wohl ein bisschen gedauert. Ich wollte schon immer mal ein Hitler-Video mit Zangi machen, dass ich auf ihn reite, weißt du? Ja, das wollte ich doch machen. Kommt kurzer schwarzer Bildschirm und dann zurück, wie er mich an der Leine hat. Und dann kam raus, dass ich viel schwärzer bin als Zangi. Ja. Schade. Hm. So, der Mikro 99 sagt, ich soll mir dann mal den Anime Another anschauen. Sag mir, was du davon hältst. Keine Sorge, er hat nur 2 Folgen. Ich muss erstmal belustigt fertig werden, ey. Leute, das ist zu viel. Alter Schwede. Aber ich arbeite so raus, das ist so viel, ich habe mich gar nicht. Scheidungs. Ich gucke ja eigentlich immer nur Serien zusammen mit Anna und wenn ich mal halt alleine gucke, dann gucke ich Lost. Und Breaking das ist Bad. Halt so oft.
Breaking Bad kommen wir auch zusammen. Soilo, Axan, Toma, wie habt ihr die Szene im GTA 5 Real Life Brain und im Knall, dem Rauch und der Alarmanlage gekriegt? Alles animiert. Vor allem, ja, der Rauch vor allem. Wie habt ihr die Ladenbesitzer? Das sind so große geile Fragen. Wie habt ihr die Ladenbesitzer dazu gebracht, dabei mitzumachen? Gestern hat mich einer angeschrieben, wie klärten ihr das mit der Polizei, dass ihr keinen Ärger kriegt? Alter, gar nicht. Hab ich gesagt, gar nicht. Und wieso dürft ihr das dann machen? Ja, wir dürfen das nicht machen. YOLO! Ja, wir sind gar nicht aus dem Laden rausgekommen, Leute. Ich weiß nicht, ob das so aussieht. Oh. Mach das aus, aber. Ja, aber das wird ja sonst zu dunkel. Wir sind neben dem Laden rausgekommen. Und ist ein bisschen heller, ne? Die Alarmanlage war tatsächlich eingefügt, die war nicht echt. Was hätten wir noch machen können? Und darauf? Was? Der Rauch war mit dem Feuerlöscher gemacht, ganz einfach. Von wem Feuerlöscher her? Ganz teuer gekauft. Ja. Legal. Ja. Kann ich euch von Arbeit mitbringen? Für viele hundert Stück dann aber. Wo arbeitest du nochmal? Geheimnis. Aber natürlich pro Stück. Ja, 15 Euro oder Daniel so. Hat noch 9 Stück zu Hause. Ehrlich? Ja. Der hat ja mal. Die waren im Angebot. Ja, die waren im Angebot da. Musste er zum Schnitt. Nimm 10, Zahl 0. Jetzt wollen mich sehr, weil du eben so nach dem Sag ich auch immer wieder. Alter, er war eben hier hinten. Ja. Ganz kurz. Was hat der Polizist noch gemacht, als er ihm das blaue Meth in Breaking Bad Real Life Prank gegeben hat? Wie hast du ihm erklärt, dass es nur ein Spaß sei? Ja, gar nicht. Ja. Also, das nicht. Kalle, der ja, aber ich habe ja die Sounddatei. Also Kalle hat so Englisch geredet erstmal, das hat der Polizist natürlich nicht verstanden, weil unsere Polizisten, außer vielleicht Jule, natürlich äußerst kompetent sind. Als ob Jule gut Englisch kannten. Ja, stimmt. ja, aber besser als die anderen, die wir in der Klasse hatten, aber die hatten Jule hat nicht so nicht vor. Ja. Auf jeden Fall. Der ist halt jetzt, gell? Der Typ hat, also der Polizist hat echt so mit euch sagen. Ja, klar, gerne. Danke. Vielen Dank schön. Dankeschön. Hier Dankeschön. Es hat sehr gut geschmeckt hier. Ja, der Polizist hat halt so mit Durchsagen gemacht, so sieht man ja im Video. Von wegen, was weiß ich, XY im Bezirk irgendwas, so einen krassen Geheimcode. Und dann hat er aber gerafft, dass es nur Gummibärchen sind und dann hat er immer gesagt, ja, hat es erledigt und kann es einfach weglassen. Robby! Nichts weiter. Findest du jetzt bei Robby angesprochen? Nee. Jawohl! Ja, und wie hast du es geschafft, so cool zu bleiben bei den Outtakes im Breaking Bad Prank, als hier der eine den Fake-Bart abgerissen hat? Das war auch so ein ganz typischer Bauer. Genau das ist Renton. Und wenn man das weiß, dann bleibt man cool. So ein richtig typischer Proll, der echt nur so auf Stress aus ist. Ich nicht, Robert ist nicht so schuldig. Robert. Tina. Tina guckt noch schuldiger. Hast du gefurzt? Nein. Was habt denn hier nur? Ich hab's doch gebrochen. Ich würde zugeben, ihr wisst es so. Ich hab aber auch nicht gefurzt. Das war ein Fremdfurz. Das riecht doch. Ich verwoll das Scheiße. Robin. Das riecht nach Biomilch, das ist vegetarisch. Das ist überhaupt nicht. Hast du den Furz von ihm gerochen? Das ist Hochsommer-Biotonne aufgefallen. Und das überwiegen, wenn ich gerade so liege, ja. Ja, genau. Ich liege dann hier. Ja. Und hast du gefurzt? Vielleicht vorhin mal. Aber inzwischen macht das. Todsichere Taktik. Inzwischen macht das Fenster auf. Nachdem ich das letzte Mal war, war es im Kino. Und im Kino lag ich auch. Ja, und Raum. Wann war das letzte Mal? Vor 6 Monaten? Das war nicht vor 6 Monaten. Jedenfalls hat er da aufgeschissen wieder. Und da habe ich auch ganz doll rumgemüht. Weil das geht euch eigentlich mittlerweile mal nicht gestritten? Nein. Warum denn auch? Sie findet ja das Furzgeräusch lustig. Du hast keine Geräusche. Nein, das sind so Schleichfurze. Die riechen dann auch mal so heftig. Alter, ich habe seine Frage gar nicht beantwortet. Ich habe die Decke vor, weil die Decke ist so dick und die kommt da wirklich. Das liegt da unten 5 Minuten das und dann kommt du. Es raus. Wer weiß, wie viele da unten liegen, die du gar nicht mitkriegst. Ekelhaft. Das ist halt, er furzt immer auf gut Glück, dass ich so nicht. Jetzt hast du es auch nicht gerochen.
gerochen. Ja, es ist schön, aber diesmal habe ich es gerochen. Ach, das sind wir jetzt alles nur Spekulationen. Spekulation. Da fällt mir eine sehr schöne Geschichte ein. Nice. Bitte? Nordhausen. Wo du geladen hast, immer wieder. Ach so, nein, das war nicht Nordhausen. Das war Nordhausen, mit der Klasse, siebte Klasse. Nein, das meinst du das, wo Frau W. reinkam? Was guckt denn ihr? Heißt Hot Fuss. Und was heißt das auf Deutsch? Na, heißer Futz. Ja, genau so riecht's ja auch. Nein, wo auch das mit Frau U war. Frau U? Ach, wo ich gepennt habe. Aus dem Fenster gekotzt. Ja, genau, da. Und da hast du immer gegen die Wand geäfft. Geäfft. Hey, nein, ja, nein. Ja, und da kam nein, das war Dresden, nein, ohne Scheiß. In Nordhausen waren neben uns. Das ist doch scheiße. Du zensierst nicht mal die und, Hälfte von dem Scheiß. In Nordhausen war das nämlich, als wir uns rausgeschlichen haben, Marc und ich, ja. Und Frau U sieht uns dabei, erwischt uns auf frischer Tat, kommt übelst hochgespeikt, ihr springt wieder ins Bett, sie ruppt die Tür auf, du warst der Einzige, der schon schläft, und sie faucht nur dich an. Boah, du brauchst nichts zu tun, als ob du schon schläfst. Und ich so, was? Ich war überhaupt nicht wach. Naja, eben, du warst der Einzige, der nichts gemacht hat und wurdest als Einziger angeschissen. Das ist es ja. Ihr habt doch dann auch irgendwie zu ihr gesagt, er pennt wirklich. Ja, oder so. Aber sie hat es nicht gerafft, Mann. Übelst geil. Naja, egal. Also, ich bin so cool geblieben beim Breaking Bad, weil das halt so ein typischer Bräulet ist. Das ist einfach nur. Wenn man so richtig ein bisschen dran geht, dann weiß man selbst, es ist ja besser. Das sind so richtig. Lass mich da nicht aufregen, doch. Nee, doch. So begehe ich da gar nicht ran. Ja, einer ist besser als der andere, aber nein, es ist halt ja, so. Der will sich gerade wichtig machen und genau. Ist, und du weißt. Aber nee, das ist echt, also das ist echt dumm. Das ist echt einfach nur dumm, dieses Produkt. Ah! Ja, Fernsehgorilla freut sich, dass ein Kommentar vorgelesen wurde. Das kann er jetzt nochmal machen. Und Fernsehgorilla hat eine Frage an Anna. Kann Anna mal ihre Geheimnisse verraten, wie man so topfit wird? Ehrlich? Ja, steht hier. Topfit, das ist auch mal Krüppel, ja. Ich bin immer topfit, weil ich mich viel bewege, weil ich viel arbeite und weil ich gute Gene habe und das sieht man ja an deinem Bruder. Alter, Tina, der wollte dich gern daten. Du hast jetzt jede Chance verkackt. Nö, ich nehme es als Kompliment. Ich bin null topfit, ich habe null Kondition und habe prinzipiell irgendwo Schmerzen. Ich bin eigentlich total der Vollkrüppel und das in meinem Alter schon. Also, wie alt wirst du bald? 24. Bist du ruhig? Über 10 Jahre älter, mein Freund. Das ist genau die Halbzeit, oder? Alter, ist echt bitter. Echt, ich bin scheiße alt geworden. Ach, war aber jetzt nicht. Du sagst es so, weißt du, mit deinem 22. Wenn du überspringst das ganz galant. Ich so jung, komm mal nicht nochmal zusammen, ne? Yeah. Ich überspringe das ganz galant mit German to Orbit. Irgendwie funktioniert dieser Nachtscanner, diese Nacktscanner-App bei Anna nicht. Aber wieso dann immer bei Kalle bei den letzten Nostalgia Feedbacks? Habe ich mir eventuell die Gay-Version geladen, dann frage ich mich aber, wieso bei Herodes auch nichts funktioniert. Gibt's sowas, ja? Nacktscanner-App. Gibt's schon ewig, das gab's früher schon für die alten Handys. Das hat aber nie funktioniert, ja. Das ist ja Bullshit, aber mittlerweile könnte es echt mal funktionieren. Ne? Was bringt das? Das ist halt einfach schade, weil ja, das ist halt so. Alle wollen mich nackt sehen, alle wollen mich nackt sehen. Na, dann ist einfach immer noch ein Video. Hätten sie dich einmal nackt gesehen, würden sie das nicht mehr wollen. Ist so auch nicht. Danke, Liebling. Na hallo, was machen Sie? Wir haben heute unseren ersten Streit. Heute Abend. Du schläfst halt bei Mutti. Ist das dumm. Als ich übelst klein war, habe ich alle mal nackt gesehen. Da waren wir zusammen baden. Und? Ja, ich weiß. Alter, der wird sich mit 3 Jahren gedacht haben, meine 8-jährige Schwester sieht aber heiß aus. Aber als... Das stimmt, ihr seid ja gar nicht so weit auseinander. Das war übelst mies. Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass du so 15 warst. Baden gehen. Als ich in der Anna baden war, durfte ich einen Strulli in die Wanne machen. Ja, stattdessen machst du Kacki in die Wanne. Da war er auch nicht dabei. Da war ich saß nicht mit drin. Louis hat früher Kacki ins Schwanzibad gemacht. Lina ist rein mit Klopapier, ja. Ihre Mutter ist rein mit Klopapier, die Scheiße rausgefüllt. Warum ist auch so? Oh. Also, Bademeister diesen Kescher da fragen. Und dann geht kurz danach ein Kind oder dann den Kescher wieder raus. Ja. Oh Mann. Alter, da ist doch noch Scheiße drin, aber es wird ja gerettet werden. Ach so, nein. Ich meine diesen Sammelkescher. Weißt du? Ist ja
Ja, Franz zockt, fragt, sind Wrestling-Fans unter euch oder hat jemand von euch mal Wrestling regelmäßig geguckt? Noch früher mit Andreas Werner. MMA ist cool. Jetzt kommt das nämlich, zumal ihr ja den Undertaker kennen müsst, sonst würdet ihr ja nicht die Undertaker. Undertaker ist ein ganz normales englisches Wort. Genau, ich stehe an der Bar, nenne mich den Undertaker. Ist wieder auch irgendwie hier sowas. Kite. Okay. Was wollte ich sagen? Wrestling. Das habe ich früher als Wanz bis 10, 11 so geguckt und habe das immer mit mir zu konzentriert. Mit dem habe ich das immer nachgestellt. Der kam dann nur zu mir. Wir hatten so eine Eckcouch, die hatte quasi ein Ringseil drum, ja, wo ich draufsteigen konnte. Da bin ich dann auf meinen Kumpel draufgesprungen. Ich konnte auch und habe das so Moves gemacht. Ist auch null Homo. Als Wanz nicht. Dann habe ich das gemacht. Nein, nicht. Penisangriff. Ja. Ja, und dann habe ich halt sein Bein eingeklemmt und habe dann so an seinem Kopf so, so hier, bis er geschrien hat, weil ich die Moves nachgemacht habe. Also Wrestling ist echt nicht gut für kleine Kinder. Aber es hat übelst Laune gemacht. Es hat übelst Laune gemacht. Peter kannte auch die tollsten Tricks. Ja, bis heute. Ihr Bruder hat ja nämlich mal den Hals ausgerenkt oder was das war. Ja, mein großer Bruder hat mich immer so genommen und hat mich dann hochgehoben. Hat einfach zugedrückt und angehoben, bis er mir dann den Hals verrenkt hat. Und das war so sein Standardding, um mich aus dem Bett zu tragen. Wenn ich irgendwo rumstand. Das auch mal mit dir? Wir können das machen, Friedrich ist da recht klein. Stimmt. Ja, jetzt gehst du. Nein, ich mach das nicht. Ja, du müsstest aber. Ich glaube, so viel Kraft habe ich nicht, dass ich den so kriege. So, boah, heller schon, ja. Muss ich erst am Kopf wehtun? 45er Keulen, ja. So, Natunyux MP. Ich habe noch nie irgendeinen Kommentar geschrieben, aber es ist Zeit, Danke zu sagen. Ihr seid cool. Gern geschehen. Sind das nicht nette Kommentare? Danke. Guck mal auf den Kanal, wo wirklich schon jeden. Ach, hier ist das Internet. Gleichfalls, guter Mann, gleichfalls. Spider Mike. Fand das neu aufgesetzte Gamescom Video sehr geil. Vielleicht macht ihr mal mehr in Richtung Umfragen. Wäre bestimmt eine gute Ergänzung zu den Pranks und ist relativ schnell gedreht und geschnitten. Da würde ich mich sogar als Moderatorin anbieten. Zweite Frage. Kann Anna spontan eine Runde rappen, während ihr eine Beatbox float? Nee, das kann ich leider nicht. Klar, Anna, los! Irgendwelche Rapper sehen aus wie Messerstecher. Hier, rapp den nächsten Text. Irgendwelche Rapper sind der Meinung, dass du sagst jetzt, dass ich das irgendwas. Jetzt machst du auch MCM noch. Ich freue mich auf Watch Dogs TV. Seid ihr die besten YouTuber? Mach dir mal bitte Beatbox. Mach weiter so. Dann werdet ihr sehr erfolgreich. Ich werde. Warte. Suchen jedes Video und sowas feilen, so like Hardcore-Fan. Ja, hat kein Schwein jetzt verstanden, aber übrigens. Er freut sich auf Watch Dogs, sind die besten YouTuber. Watch Dogs kommt später raus. Dann ist bestimmt ein bisschen rot geworden vor Aufregung. So, I-Regix, keine Ahnung, L-Regix, keine Ahnung, sorry. Wie kommt ihr immer auf eure Ideen? Das ist echt eine Frage. Die bekommt ihr so oft. Welche? Und du wurdest, glaube ich, auch in Kunst sehr oft. Wie du auf deine Ideen kommst. Und ich finde, das ist eine ziemlich, keine Beleidigung, aber es ist eine ziemlich dumme Frage. Weil, weiß nicht. Außer man hat jetzt echt so eine Inspirationsquelle, dass man jetzt irgendjemanden nacheifert oder so. Nein, aber wenn man sich einmal mit diesem Thema auseinandersetzt, dann... Ja, bei uns ist eigentlich meistens Robin eher der Creative Director. Ja, wenn ich dich mal auf Ideenfrage komme, immer ich so. Ich selten mal was dazu. Also manchmal mache ich auch coole Sachen, wie letztens. Einmal, als ich im Ferienlager war. Genau, wo ich meine Decke rumgesteckt habe. Ja, das war letztens, habe ich da, genau für Watch Dogs war es, glaube ich, habe ich irgendeinen Tipp gegeben. Ah, genau, mit der Tanne austreten oder so. Oh, nee, war blöd. Ja, wir noch gar nicht. Frag doch mal MCM, gedreht. Wie er auf seine Texte kommt. Ja, MCM ist noch mal. Naja, die kommen. Alter, das weiß ich. Flotter aus der Seele. Aus der Seele raus. Einfach nur dieses, wie kommst du auf eine Idee? Wenn du eine Sache hast und dir deinen Kopf drüber machst, kommen die Ideen irgendwann von alleine. Also. Bei uns ist halt so, wir haben ein Kostüm. Denkst du drüber nach? Es kommt einfach. Ja. Wir haben ein Kostüm intellektuelle oder so. Intellektuelle Stimulation. Oder selbst wenn wir hier, manche von den Hitman-Sachen waren ja auch spontan. Du läufst halt rum, hast einen Hitman hier dabei. Und dann kommt dir halt spontan Ideen. Dann siehst du was und du denkst, da machen wir jetzt was. Das ist es. So, jetzt kommt eine ganz, ganz krasse spirituelle Frage hier. Vivo Top-Hits. Würdet ihr eine zufällige Familie töten, in Klammern, allein durch Knopfdruck, die irgendwo auf der Welt lebt, für 666 Millionen Euro, die ihr auf euer Konto überwiesen bekommt? Wo ist der Knopf? Und lebenslängliche Gesundheit für euch und eure Familie.
oder dass der Hunger auf der Welt beendet wird. Wie wäre eure Entscheidung? Alter Schwede. Familie töten gegen Hunger? Schwerer Tobak. Nein, also für Geld würde ich sie nicht töten, aber um den Hunger zu beenden, ich meine, da töte ich vielleicht 5 Leute und dann rette ich eine Million. Nein, das würde ich nämlich am ehesten gar nicht machen. Nico, sterben die dann jetzt mir nicht nur mit Kartoffeln, er geht jetzt auch mit Telefon. Falls jemand ein neues Telefon braucht, bitte an Nico Piep senden. Ist ja nicht so, als hättest du seinen Namen eben schon bekommen. Ja, das ist scheißegal, Alter. Nein, das mit dem Welthunger würde ich nämlich gar nicht machen, weil, wenn der Welthunger beseitigt wird, kommt dann vielleicht das nächste Problem mit der Überbevölkerung und dann kommt es zum Krieg und dann sind alle tot. Stimmt, wir töten die gar nicht. Es ist schon gut, dass die dann müssen wir doch, sterben. Müssen wir im Mittelmeer doch. Das nennt man da wie Wissen. Nein. Ja? Nein, aber... Dann müssen wir im Mittelmeer doch Selbstschussanlagen aufbauen. Nein, das ist ja nur alles nur Joke, aber es ist wirklich so, Mann. Also... Ne, die sortieren sich auch. Ich möchte... Halt, Fuß! Also hier, gut, Welthunger vielleicht nicht, ja, aber es ist doch halt in Gauland und Charlatan. Aber irgendwie nicht sagen, hey, es gibt die neuesten News. Vielleicht nicht nur. Sag es mal öffentlich. Welthunger. Bitte. Das Video ist fertig und es wird hochgeladen. MCMs neues Video kommt. Jedo. Alter, das ist gerade echt ein spannendes Thema. Und ich habe mich gerade hier ein bisschen in die Scheiße gerissen, weil ich gerade übelst asozial wirke, weil ich das mit den Negerbabys gesagt habe. Ja, warum? Das Negerbabys. Es ist egal, was ich wollte, dass irgendjemand da draußen denkt. Der Welthunger an sich ist vielleicht nicht so das Ding. Aber wenn Krankheiten und Welthunger wegfallen würden, dann würde es echt ein Problem geben auf der Erde. Ja, das haben wir ja so schon. Da würden andere Sachen kommen. Wir hätten dann Vögelverbot wahrscheinlich. Ja, nee. Ja. Ja, wie in China. Ja, so, bitter, ne? Da hält sich aber okay unter. Die Menschheit, die rotzt sich halt selbst aus. Ist immer keiner. Deswegen tun die ja so viele Leute erhängen und erschießen, weil sie sich hinterherkommen. Sind vor allem nur Regierungskritiker. Wir sind am Höhepunkt angelangt, dass es jemanden trifft. Nee, aber er sagt, für 666 Millionen Euro. Ich möchte Gegenfrage stellen, wie kommst du auf die Summe? Und, ja, weil das ein Deal mit dem Satan ist. Ach so. Und lebenslängliche Gesundheit für euch und eure Familien. Trotzdem nicht töten. Nicht? Nö. Wieso sollten die... Da nicht mal in Erwägung gezogen? Nö. Nicht wieso, mal. Wieso sollen die sterben, nur damit es mir besser geht? Das ist ja voll mies. Stell dir mal vor, die würden das nicht... Wir haben ordentliche... Ich würde mich genauso freuen, Kalle wenn ich... Würde es ich würde es auch nicht machen, aber ich würde es zumindest in Erwägung ziehen. Ehrlich? Ja. Kalle würde es machen. Ich würde dich verlassen. Wenn hier der Buzzer wäre, ja? Ich stelle mir mein Wasser nicht in die Sache. Ich will ja jetzt nicht oberasozial wirken und so, aber es geht ja auch dadurch, dass du diese eine Familie umlegst, kannst du ja die andere Familie schützen. Ja. Na toll, dass du jetzt meine Familie umgelegt hast. Aber vielleicht werden die sowieso gestorben. Ja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wenn du auch Familie ich will das nochmal so stehen lassen. Ich würde es auch nicht machen, ja. Ich würde nicht diesen Knopf drücken, aber es ist immerhin schon mal ein verlockendes Angebot. Ehrlich, das wirkt auf dich verlockend. Realistisch gesagt, jeder wird es tun. Spätestens, wenn er krank wird. Ich meine nicht, dass ich die Familie töte, sondern das, was dabei rausspringt. Und damit meine ich nicht mal das Geld. Ich glaube, das mit der Gesundheit, das kann jeder erzählen. Am Ende bist du es jeder erzählen. Bist du immer gesund? Macht er ja nicht, kann ja gar nicht sein. Das ist doch eh gut. Da würde ich nämlich skeptisch werden. Der Hitler ist ja schon wieder ungeheuer, Rudes. Ja, wie gut kommt es? Würdet ihr ein flauschiges, niedliches, wehrloses Hundewelpen zertreten, um ein Kinderleben in Afrika zu haben? Ich glaube, du wirst sogar Spaß zu haben. Oh. Ich würde es nicht übersetzen. Er hat echt gute Fragen am Start, finde ich. Das ist ein guter Mann. Es wäre doch mal ein Vorwand, um Hundewelpen zu zertreten. Jetzt Hundewelpen. Das ist kein Hundewelpen, es geht um Hundewelpen. Also, weil es schon niedlich ist. Wie er die Frage auch aufbaut. Und wenn du da so ein kleines Kind von. Was rette ich da? Was rette ich da? Ein Kinderleben in Afrika. Wenn mich das Kind krank wird, das Ding tot. Nein, das ist es ja nicht. Du würdest ja nicht als Alternative das Kind tot reden. Das Kind würde nicht sagen, ich würde Krankheit sterben. Ja, was würde nicht sagen, ich will krank, würde sagen. Das ist. Du bist so aus der Behinderung. Nee, ein normales Kind und Afrika-Kind. Afrika-Kind! Ein normales Kind. Also jetzt muss man es auch ausprobieren. Scheiße, was ist das? Das ist der Einfluss von Ella. Sag mal bitte. Siehst du, würdest du nicht zerlatschen. Auch nicht, wenn es nur. Es geht um ein Welpen. Du würdest auch eine Welpen nicht zerlatschen. Aber das würde ich essen. Das ist da ein Kind drauf. Kinderlernwelt. Zeig doch mal, wo ist das Welpen zerlatschen. Mein Lieblingsschule. Das habe ich alles von Marius. Ja, und was zu tun? Das sind Schulsachen mit dabei. Die Frage ist ja, wie lang ist denn dieses Kinderleben in Afrika sicher? Die Schule ist in Ferien. Am nächsten Tag kriegst du AIDS oder so. Ich will deine Sicherheit. Ja? Aber so ein Haus oder so als Sicherheit.
Stell dir mal vor, das kleine Hundewelpen. Mit Salat ist gerade keine Hundewelpen. Genau, stell dir jetzt mal vor, so ein kleines Hundewelpen hat irgendwie die Macht und greift ein kleines Kind an. Wem wird's denn jetzt? Was wird's machen? Wenn ein Hundewelpe an ein Kind geht, dann nehme ich den Hundewelpen einfach. Nein, stell dir mal vor, der wäre irgendwie so mächtig und die müsste zu drehen. So richtig. Dann könnte ich den auch einfach. Wenn er mächtig wäre, kannst du so nicht drehen. Stell dir vor, das wäre die einzige Lösung. Stell dir einfach mal vor. Dann würde ich das Kind nehmen und es hochheben, damit der scheiß Kind nicht angreifen. Also, wie mächtig ist denn so ein Hund, ja? Kack! Nein, der weiß halt nicht. Der weiß nicht dann hier fest. Welches ist denn dieses große Welt? Es kann sein, dass du das tatsächlich verstecken musst. Das ist ja die Frage. Oh Mann. Großer Hund? Okay, falls du mich fragst. Wir diskutieren schon wieder hier. Bebo, ich würde es zertreten. Kommen wir zum nächsten, ey. Das ist echt. Was ist denn eure Meinung? Nein. Wenn ihr die Wahl hättet, zwei mehr oder weniger bekannte YouTuber von YouTube für immer zu verbannen. Und deren Karriere zu beenden oder zu zerstören, wen würdet ihr euch auswählen? Wie heißt der nochmal hier? Mr. Trashback. Weil der sieht so komisch aus, ich kann ihn nicht ertragen. Nein. Ich habe das Schiefgesicht. Ey, Trashback, du machst echt ganz gute Arbeit. Aber ich finde ihn so gruselig. Ich finde nur dein Gesicht nicht hübsch. Es ist übelst gruselig. Unten, in der Video. Wie kann man nur mit einer Gesichtshälfte permanent grinsen? Das geht halt echt nicht klar. Also prinzipiell würde ich das erstmal gar nicht machen, weil das ziemlich assi ist. Wenn ich es jetzt machen müsste, würde ich auf jeden Fall Waititi nehmen, damit es mal eine neue Spitze gibt und das ein bisschen neu dort. Ich habe mir zwei überlegt schon. Wer ist der zweitgrößte? Gronkh. Aber Gronkh ist eigentlich ganz cool. Das ist ein Tutorial wahrscheinlich. Also, Gronkh macht halt immer das Gleiche. So diese ja, eigentlich, ich sage jetzt einfach auch nochmal, ich sage Gronkh und Waititi, damit die Spitze mächtig ist, damit sich das ein bisschen neu ordnen kann. Ich find, ja, hier, aber Gronkh hat euch doch auch mal ein Video erwähnt. Ja. Ganz klar. Same Desu. Ja gut, den gibt's auch noch. Boah. Ich habe ja gesagt, prinzipiell würde ich es gar nicht machen. Und würde ich machen, wenn ich es könnte? Training Robin. Den findest du schlimm? Den finde ich richtig schlimm. Ey, der hat mich mal angeschrieben, ob ich ihn hype gern. Hab ich das schon erzählt? Das war vor 6 Uhr. Die finde ich... Machen wir nächste Frage. Die finde ich... Machen wir nächste Frage. Nichts gegen euch. Zeit und so. Schlimm, ja. Warum hat der schreit oder warum magst du nicht so? Nee, Hella hat nicht gesagt. Der war nicht so. Der war gemeint zu gut Abend. Achso. Wenn ich gegen Tina mit. Ja. Er sagt, ein Geisterfahrer. Ey, noch eine spannende Frage. Ja, er sagt, ein Geisterfahrer hat sich. Geisterfahrer. Er sagt so an mich, aber ich richte es mal an alle. Hat uns, ja, also sich, unsere Eltern und Freundin in den Tod gezogen. Der Geisterfahrer hat Frau und 3 Kinder. Oh Mann, das wird schwierig. Der hat echt nur so Fragen am Start. Im Alter von 12. 10 und 6 Jahre. Na und? Was spielt das Alter für eine Rolle? Du hättest die Chance, den Unfall ungeschehen zu machen, indem du Frau und Kinder ermordest. Keiner weiß, dass du es warst. Nachdem du sie getötet hast, wird der Unfall ungeschehen gemacht und deine Eltern, Freundinnen und der Geisterfahrer werden wieder lebendig. Doch Frau und Kinder bleiben tot. Würdest du es machen? Schick sie mal zum Psychologen. Schick sie mal zum Psychologen. Friedrich, ja? Was wird dir geholfen? Würdest du die umbringen? Ey, ist eine spannende Frage. Vielleicht. Ich meine, die ist halt ein bisschen abstrakt. Ich muss mit dem, mit dem Wiederbeleben, das ist halt ein bisschen abstrakt. Das soll nachher geklappt werden. Aber. Was? Eine Frau und 3 junge Kinder. Und 3 junge Kinder. Also, vor dem Gesetz sind wir alle gleich, deswegen ist egal, wie alt sie sind. Stimmt. Oh, was? Meine Eltern? Ja, meine Frau und Kinder, aber ist voll sexistisch. Meine Eltern kannst, und deine Freundin. Meine Eltern, meine Freundin und er. Also 4 tot und 4. Der ist Geisterfahrer, das heißt, Geisterfahrer heißt ja auf der falschen Fahrbahn. Naja, das ist mir schon. Das heißt, er wollte nein. sterben. Nein. Nee, kann auch so passieren. Ja. Meinst du auch so sehr? Es gibt so viele Idioten. Echt? Ja. Aber wenn er es wollte, dann würde ich sagen... Es gibt so viele Blondinen in Deutschland. Dann hat er... Blonden Kopf. Die Autofarbe. Alter, wer wollte seine Haarfarbe ändern, ja? Zuckler. Oh Gott, oh Gott, wenn er sterben ja, wollte. Komm hier, Tina, Junge. Hey. Komm an, Junge. Ich verweise jetzt hier mal ein bisschen The Last of Us spoilermäßig auf das Ende von The Last of Us. Verweise ich nur mal. Ich glaube, jeder würde jetzt erstmal im Moment sagen, nein. Aber wenn du dann in dieser Situation... Nein, ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Spaß. Wenn du dann in dieser Situation bist, würde es fast jeder machen. Also ich glaube auch, wenn ich jetzt wüsste, dass dieser Typ dich jetzt tatsächlich in den Tod gerissen hat und deine Mutter. Aber du tötest nicht ihn, sondern seine Kinder. Ich weiß. Aber ich würde es kaum aushalten, ohne dich und ohne meine Mutter. Ja?
und 4 kommen wieder. Also ist doch eigentlich egal. Also leg ich die anderen um. Ja. Und das kannst du ja nachweisen. Und du hast mal getötet. Ich weiß, was los ist. Ich weiß nicht. Also machst du Plus. Also du hast recht. Du kannst nur gewinnen. Ich glaube, ich könnte aber den Schritt nicht tun, dann tatsächlich Kinder zu ermorden. Die sind alle gleich. Aber trotzdem, also akzeptierst du die deutsche Verfassung? Akzeptierst du die deutsche Verfassung? Doch, aber da liegen 3 Kinder und schlafen. Und ich weiß nicht, ob ich was jetzt bringen würde, die zu töten. Oder es ist doch dir überlassen, wenn du das Haus an. Gell, oder auch für eine Scheiße. Ich weiß nicht, aber das Ding ist aber, was haben die Kinder getan? Ja, nichts. Aber ich sag ja auch. Was haben deine Eltern und deine Freundin getan? Ja. Aber nee, ich sag mal, jeder würde jetzt erstmal sagen, moralisch natürlich nicht. Aber wenn du dann wirklich in der Situation wärst, ich glaube, dann würde fast keiner Nein sagen. Ja. Das ist schwierig, ja. Je nachdem, es gibt verschiedene Meins, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das ist schwierig. Es wäre auf jeden Fall leichter, wenn besagter Knopf aus der Frage vorher da wäre. Ja, das wäre kein Problem. Ja, das auf jeden Fall. Selber nicht umspringen müssen. Okay, wir sind fast durch. Tony Fortel, feiert ihr auch andere Prank-Videos im deutschsprachigen Raum außer Freeman Boys? Haha. Grüße an euch alle. Danke. Freeman Boys machen gar nicht so die Prank-Videos. Nicht so. Das Ding ist natürlich auch, wenn man das selber macht, dann findet man das ja auch nicht mehr so. Also für uns ist ja Alltag. Ja, wir sind ja Standard, wir sind ja das Master. Also ich habe zum Beispiel auch, wir sind ja das Master. Ich habe zum Beispiel auch selten, dass ich über fertige Videos dann auch selber noch lache oder so. Außer wenn du im Blut drin bist. Nein, das tut nicht. Doch, das ist. Außer wenn irgendwas total dumm ist. Oder beim Assassin's Creed Video. Ach scheiße, das ist ja schon raus, wenn das Feedback raus ist. Kann ich jetzt nicht spoilern. Aber das auf jeden Fall, wo die am Ende wegrennen, da musste ich auch echt lachen, ey. Weil das kam so unerwartet. Okay. Ja, also. Was war die Frage? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Auch bei Nichtdeutschen lache ich eigentlich nicht so. Genau. Wir sind ja so die Besten in Deutschland. Alle, die ich sehe, vergleiche ich immer mit uns. Sei es Freeman Boys, sei es der eine Typ mit der Mütze oder halt die Twins. Obwohl die Twins sind auch gut belegt. Der unsere Fragen bei Claude bei Ars. Ach so, Great TV. Die Twins gehen eigentlich in eine gute Richtung. Vielleicht können wir mal was zusammen machen. Wenn man sich. Das sind ja nicht so auf dem Berlin, Alter, was genau. Und, genau. Das war's, oder was? Kam noch was. Also, ich finde Remiga ja mittlerweile auch nicht mehr so lustig. Wen ich noch ganz cool finde, ist Vitali manchmal. Und habe ich letzte Folge schon gesagt, Sylvester Adams Vardega. Das ist ein guter Typ aus Polen. Cheers! Okay. Genau, und ich lache über Videos entweder während ich sie mache oder wenn 10 kommen, die ich nicht selbst gemacht habe. 10? Ja. Ach so, von unseren Videos meinst du? Ja, Rodes, dein Sonic-Video. Ja. Da musst du lachen jetzt. Ja. Du willst gutes Kostüm. Hallo YouTube! Nee, warte mal, was war denn das? Ach scheiße, das MCM-Interview, ja? Da musste ich so lachen. Und plötzlich auf das Skal im Hintergrund schon. Ja, wo auf einmal sein kleiner, weißt du, 15 Minuten lang dieses beinernste Interview so. Und Kamera wechselt, und echt für 2 Sekunden so ein fettes Kind. Nur am Mampf, ich hab da eine halbe Stunde laut drüber gelacht. Bei MCM kennt jetzt ohne geile Geschichte. Den habe ich nämlich gestern wieder auf die Autoplätze gesehen und er hat sich jetzt ein Messer geholt. Ja, das ist richtig geil. Facebook schon gesehen. Nein, aber das Geile ist, er hat gestern damit jongliert. Ja, ich kann das auch, dass ich ihm jetzt in die Hand nehme. Ich habe ihm jetzt gefeiert. Geil. MCM? Ja, natürlich. Ich kann das! Wir feiern alle MCM. Develop 3773. Oder der PS1. Kennt ihr die Kassierer? Ja. Wenn ja, was haltet ihr von denen? Ich kenne die nicht. Die sind witzig. Die sich ankacken und so. Nee, und das ist ja aber witzig. Ja, genau. Das Kind stimmt. Richtig dark, Junge. Das ist aber das stimmt. Ja, die sind witzig. Kenn ich nur sehr flüchtig. Keine Raum. Die haben damals die Szene revolutioniert. Wenn das die waren. Mokras. Ja, alle. Was? So. Hallo 4. Und jetzt natürlich nochmal die Frage am Rande. Wie war euer Zwiebelmarkt? Gesundheit. Übelst. Cool, ich habe eine Katze gekriegt. Nein, ich habe eine Katze gekriegt, so eine Helium-Bla-Katze, eine ganz schöne von meiner Mama, nachdem ich wieder gequengelt und geheult und geschrien habe. Und hatte die bei meinem besten Freund abgestellt, wollte die nächsten Tag abholen, da war die noch voll gefüllt, nehmen die mit raus und draußen war es übelst kalt und ich denke, die ist ja übelst leer und bla und lass die natürlich fliegen und er sagt ja und Helium, wenn es kalt ist und das zieht sich ja zusammen und bla und ich denke, scheiße, Katze fliegen lassen und dann am nächsten Tag komme ich nach Hause und da hängt die gleiche Katze in rosa in meiner Wohnung mit einem Zettel von meinem
wundervollen Freund, dass er mir eine neue Katze geholt hat. Die müssen wir heute noch fliegen lassen. Die hat nämlich kaum noch Scheiß. Warst du dabei, als wir diese erste Katze gekauft haben? Die war blau. Und ich bin am nächsten Tag rum und die haben alle gesagt, es gibt diese Scheißkatze gar nicht in blau. Aber die war blau. Der hat mich 3-4 Stunden lang auf Facebook genervt. Ist deine Mutter da? Ist deine Mutter da? Also, ja, meine Mutter ist jetzt da. Er fragst du mal, welche Farbe die Katze gestern hat. Sie weiß, was ich meine. Und du schreibst hin? Nein. Blau. Und frag sie mal, welche Farbe Annas fliegende Katze hat. Genau, habe ich geschrieben, blau. Und er so, hat sie das gesagt? Eine übelste Diskussion, Mr. Unklar, ey. Egal. Das ist geil. Aber sie war jetzt jedenfalls rosa. Und rosa ist auch eine ganz tolle Farbe. Das war meine Lieblingsfarbe. Ich trage dauernd rosa. Und ich habe mich sehr gefreut. Ja, Zwiebelmark war jetzt früher, aber hat jetzt nicht so krass der Berg gesteppt. Ja. Ach komm, wir hatten doch Spaß. Ja, ich war ja auch nicht da. Ein betrunkener Alonis, der die ganze Zeit mit einer Marie diskutiert hat. Ich wollte pinkeln gehen im Goethepark. Da waren 15 Kerle, die auch pinkeln wollten. Das direkt neben mir oder von irgendwelchen... Da waren überall Penisse. Leute, es waren überall Penisse. Und ich habe dann auch den Penissen gesagt, Penisse, ich pinkel gerade, bitte kurz Respekt. Mädchen, Notdorf, war kein Ding. Die mussten kurz neben mir pissen. Es war traumhaft. Ja. So die war bestimmt getränkt. Die war übelst getränkt. Das war immer. Echt mega gelöst. Nur ich hatte Klopapier dabei. Ich war cool. Aber da ist mir wieder das eingefallen, wie wir in der Halle, unserer alten Skaterhalle, eine Party gemacht haben. 80 Mann mit Notstromaggregat, übelste Mucke aufgedreht. Alle total voll. Unsere Skate-Objekte wurden unter anderem voll gekotzt, was ziemlich beschissen ist. Aber ich komme da hin und die Bullen waren unten und ich wollte schnell das Notstromaggregat verstecken. Und dann kommt so eine übelst. Seht ihr oder so? Ich weiß nicht, ob die kennst. Kommt übelst besoffen an und will dahin strohlen. Und wir hatten da ein Loch, das ging einfach mal 10 Meter tief rein, ja. Und das ist auf. Und sie echt so einen Meter daneben, vollkommen im Suff, hockt sich dahin, torkelt rum und wir fassen dieses Loch rein. Und ich so, Alter, hör mal auf. Und dann geht sie weg und stellt sich neben mich und sehe ich neben mich hin. Das war, Alter, alle Mädchen sehe ich neben dir, gell? Und als ich dann später... Weil alle denken, ja, schwul. Ja, stimmt. Tina, stimmt. Da haben wir gerade gestern erst von geredet, mit einem mächtigen Strahl, weil ich musste so lachen. Weil meine Tante kriegt so einen mächtigen Strahl. Aber nicht hingucken. Aber dieses Foto, ist das nicht einfach? Ich blende das jetzt bei ihr ein. Dieses Foto. Wie ich so lache. Das ist so geil. Da hat Tina mich nämlich aufs Klo gezogen. Das war auf meiner Toilette. Da habe ich überhaupt nicht, du Vogel. Nein, na klar. Du hast gesagt, hier komm mit und ich wusste nicht mal, was du vorhast, ja? Und auf einmal zieht sie die Hose runter und ein Strahl, das war so eine Macht. Ich habe das noch nie erlebt, ja. Das auf das Porzellangeschenk war das auch so hart, Alter. Ja, und ich denke nur, was gackern die so mit der Kamera und die Ecke. Und in dem Moment guckt Kalle die Tür auf und macht ein Foto rein, ey. Richtig gut. Das war so gut. Ja, und die beste Foto und eine geile Geschichte. Und zwar, da war doch hier der ganze Theaterplatz übelst voll, ne? Also, der ganze Leute. Und ich hocke oben auf den Treppenturm beim CM an, mit so 10-jährigen Jungs. Ich frage sie, was sind die? Es waren ungefähr 10 Leute, so, ja, das ist meine Crew. Ich hab die Hügel jetzt weggeballert. Mach es nochmal. Ja, das ist meine Crew. Der redet wirklich so. Der MCM ist auch cool. Ey, hoch. Wenn das durchsuppt, Alter. Ja, es wird übelst durchsuppen durch dein Metall. Ja. So, jetzt kann ich das Foto auch langsam wieder ausblenden. Was war die Frage? Das war schön. Majin Sandmann, Sessman. Wenn man schon im Rollstuhl sitzt, dann Beine ab. Hat nämlich Markus gesagt. Wir hatten letzte Folge die Frage, Beine ab oder Arme ab? Und Markus meinte, wenn man im Rollstuhl sitzt, geht dann die Beine ab. Das war jetzt wieder so Markus. Ein Schenkelklopfer auf Beinlos. Markus meinte das auch nicht mal als Witz. Das war ja ganz im Ernst. So, halt außerdem fragt er, hat der Halbschwarze was geraucht? Wieso? Keine Ahnung. Der Halbschwarze, der raucht nicht. Der so, Anne Lamping. Stört euch das eigentlich, wenn Leute bei euren Pranks richtig sauer werden? Oder macht ihr dann einfach weiter, ohne groß drüber nachzudenken? So richtig sauer sind sie eigentlich schon geworden. Doch, der Typ, der auf Daniel los wollte, war seine Freundin auch. Ja, aber auch richtig sauer war der auch nicht. Der kann uns so, weil die Kamera gesehen hat, das war das gerade. Ja, cooler Typ bestimmt, ja. Irgendwas hast du so gesagt. Ich bin stumm, da war ich nicht so schüchtern. Klein. Das ist süß. Vor einem Jahr oder so? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Ich bin 16. Weihnachtsmarkt vor 2 Jahren. Ich bin 16. Ey, Blub Blub schreibt hier, wo ist das Tutorial für den Seifertzeit und lass das echt morgen mal filmen. Ist das noch vorher, bevor das Feedback online geht, rauskommt? Haben nämlich voll die Idee. Voll nicht gerechtfertigt die Frage, sind wir schon draußen? Ja, Spaß. So, wir sind fast da drin. Vollen Hals sagt nochmal, ist euch schon mal aufgefallen, dass die Leute bei euren Pranks nie Zivilcourage zeigen? Jetzt kommt nämlich das große Thema am Ende. Haben übelst viele geschrieben. Das hast du mal gelesen? Ja, ich bin mal so durch, ja. Das scheint mir nämlich nur noch zu Zivilcourage. Das kann ich eigentlich nicht. Das ist die letzte Frage im Prinzip. Ich fand auch eins, sehr lustig, was er eigentlich schon hat, wenn jemand umbringen willst, irgendwie zieh dich an wie ja. Wie
komm jetzt so möglichst so auffällig wie möglich. Zieh dich an wie eine Videospielfigur oder so. Ja. Und tu nicht der gleiche oder irgendwie so. Ja. Je auffälliger, desto unauffälliger. Aber das ist ja eh so ein Gesetz. Ja, aber ganz ehrlich, so viele, die da schreiben, warum hilft da keiner? Ich weiß nicht, ob ihr da selber helfen würdet. Also man muss ja mal zur Verteidigung sagen. Ja. Es gab auch zwei, drei, die dann halt, sag ich mal jetzt, direkt danach, wie zum Beispiel, bei dir am Brunnen, die kamen dann halt schon. Das sieht man ja auch. Das sieht man halt gerade noch, aber sag ich mal, es war wirklich die Minderheit. Ja, es ist ja auch immer der Unterschied, ob die direkt helfen, wenn du gerade was machst. Ja, oder danach. Also da hat eigentlich gar keiner eingegriffen. Null, gar nicht. Ja, aber Alter, wenn da wirklich ein Mörder ist, ja. Ja gut, das ist halt das. Dann, okay, wenn sie nichts rufen, okay. Das ist schon echt krass, aber einschreiten, da kriege ich keinen Strick drauf. Ja. Wenn der ist den Mörder nicht hingeht. Außer er sieht so schön aus wie Tina. Aber im Fahrstuhl haben sie auch nichts gemacht, wenn sie da irgendwie rein oder rausgeschleppt haben. Ja, ja, wieder haben wir da nichts gesehen. Wissen Sie noch, wo wir diese Aktion in Sozialkunde gestartet haben? Wo ich der Penner war. Genau. Der Ecke. Und dann da saß mit dem Schild zu Hause rausgeflogen, 1 Euro bitte oder was weiß ich. Das ist scheiße. Ja, ja, Zivilcourage ist so ein Ding, aber. Wie gesagt, je mehr Leute unterwegs sind als Gruppe, desto unwahrscheinlicher ist es ja, dass die eingreifen. Was ja eigentlich theoretisch Schwachsinn ist, weil es sind ja viele. Aber es ist so. Also es ist ja, weil jeder denkt, der andere muss was genau machen. Keiner denkt dann, ja, ich ergreife jetzt mal die Initiative. Aber, Alter, ich meine, Zivilcourage, scheiß drauf. Alter! Das war der möchte einen Schlag. Nein, Zivilcourage war gar nicht die Intention vom Video, aber wird einfach cool sein. Ja, ein Mann. Es ist natürlich wirklich wie beim Thriller-Killer-Video, das lade ich übrigens morgen. Scheiße, gestern habe ich es auf Facebook hochgeladen. Thriller-Killer-Video runtergenommen? Nein, ich lade alle Videos jetzt auf Facebook hoch. Das ist ja voll die Fan-Videos. Gar nicht, aber ich will einfach nur die Sammlung da haben, weil da gibt es keine Copyright-Verletzung. Du kriegst die Likes und das Geld. Ja. Da gibt es überhaupt kein Geld auf Facebook. Ich laber nicht. Ich habe mal gehört, da kriegt man auch Geld auf Facebook. Ja, wenn man die Seite verkauft oder sowas. Ja. Ja. Mach ich nicht. Du bist total auf Facebook aus. Das ist totaler Quatsch. Nee, brauchst du nicht diskutieren. Vielleicht. Also auf Facebook kriegt man kein Geld. Ich jedenfalls nicht. Oder sonst was. Ja. Was wollte ich dir gerade sagen? Deinem Scheiß. Alle, die sich da beschweren, keiner greift ein. Ich glaube, echt ein Großteil von den Leuten würden selber nicht eingreifen. Also, dass man natürlich nach einem Verletzten guckt, finde ich es selbstverständlich. Gerade wenn der Mörder weg ist. Ja. Aber, also, direkt in so ein Geschehen eingreifen, ich weiß nicht. Cool, kommt drauf an, also wenn da jetzt irgendwie zwei Häftlinge sich streiten, ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass man da einschreitet. Aber wenn da zwei Messerstecher aufeinander losgehen, da willst du nicht dazwischen. Na, da geht rennen. Aber die Polizei rufen zum Beispiel könnte jeder unten. Ja. Hat auch keiner gemacht. Aber es hätte halt, guck mal, es hätte übrigens genervt, wie jemand eingegriffen hätte und den Polizei gerufen hätte. Dann wäre doch die AR schon gewesen. Das die Polizei da ist, wären wir eh längst weg gewesen. Das ist nämlich schnell. Das war immer nur so. Und selbst wenn, haben wir ja nichts gemacht. So. So, wir haben ja keinen Mut gemacht. Ich glaube nicht, dass es dafür einen Strafbestand gibt, von wegen gestellter Mord oder so. Das ist bestimmt dann, das gilt dann eher als, wie heißt das zweite, was wir ja, Erhebung öffentlichen Ärgernis. Nee, dieses, es gibt ja eine Straf, also nicht nur behindert gerade, eine Straftat und ja, eine Ordnungswidrigkeit, genau. Und vieles, was wir machen, sind in Ordnungswidrigkeiten, was eigentlich gar kein großes Thema ist. Aber jo, wie gesagt, kann man nicht wissen, ob ihr selber eingreifen würdet. Wenn, dann ist es natürlich cool, aber wenn nicht. War es jetzt letztes Mal, oder was? Ja, ja. Also ich sage nur so, ich zeige da auf keinen Finger hier, du hast da nicht geholfen. Außer vielleicht jetzt, da liegt wirklich einer und verblutet und der Täter ist längst weg oder so. Dann ist es für mich selbstverständlich, dass man am wenigstens Krankenwagen ruft und sowas. Dann ist es natürlich legal. Stabile Seiten. Ja, stabile Seiten, naja, immer mal drauf treten und dann kannst du gehen. Oder? Was sagst du jetzt, oder? Wenn er so leidend am Boden liegt, denkst du, ja, will ich leiden. Mhm. Den Überwältigungsvertreten. Im Trolling Singer Video im ersten, das zweite kommt ja auch bald, zertreten wir ja auch am Ende Kalle. Und da haben die Leute ja auch geholfen, so halbwegs. Aber ohne Spaß, die ja, ohne Spaß, Robert. Das Beste, je, wo ich am meisten gelacht habe, wirklich, war die Aktion mit Santa und dem Elf. Was? Mit Santa und dem Elf. Ach so, ja. Wo
Wo er ihn ausgezogen hat? Wo Daniel, glaube ich, ja? Ist der Setter und Kalle. Wir können dich immer alles verschenken! Scheiß Kalle! So, ja. Ich muss und Daniel ist immer dabei. Oder so. Nein, das war ja das Geile von wegen, wir können nicht immer alles verschenken. Immer nur geben. Wir müssen ja auch was. Die Wirtschaftskrise geht eurer Weihnachtsmann nicht vorbei. Genau. Und ich mach das war das Beste, was ich wirklich. Aber ich Spaß. Ich musste so lachen. So lachen. Weil noch die Frau daneben, wie sie guckt. Das Kind total. Oh, herrlich. Du warst vor allem voll assi, ey. Boah, das war trotzdem das war so geil. Ja, nur geben. Die Frauen, herrlich. Ach so, die Frauen waren assi. Herrlich. Ich fand das einfach nur geil. Ich kenn mir das auch immer wieder an. Ja. Ich könnte immer wieder über den Kopf streichen, Robert. Das ist ja, also viel zu viel Haar. Oh, deine Katze. Juckt das mir nicht. Wie deine Muschi, ja. Ja, wie meine Muschi. Feine, Lady. Nein. Gut, mit diesen Worten können wir uns jetzt mal langsam verabschieden. Wollen wir ein Abschiedslied singen? Wir Abschiedslied. Ihr müsst aber alle mitsingen. Ey, Friedrich, Tina, ihr müsst auch mitsingen. So, und 3, 2, 1. Abschied. Abschied. Oh yeah. Abschied. 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 Remschäm ist das. Danke. Doch, diese Emotion ist die unnützeste, die Menschheit. Also wirklich, wenn etwas der Ruin der Menschheit ist, dann ist es Fremdscham, weil das hindert die Menschheit am Weiterentwickeln. Setz mal alle winken. Diese verblendeten Rabbits. Ihr seid solche Spaß, ey. Verpisst euch, ihr hässlichen Pins. Ihr seid so ein Flock im Fortschritt der Menschheit. Watch Dogs, kauft die Watch Dogs. Das neue Watch Dogs, es kommt raus. Watch Dogs, kauft die Watch Dogs, die Grafik wird ein Grafikschmaus. Es kommt, ja es kommt, im Frühling raus. Hello Feedback Man, willkommen, Tor, hast du nach Feedback Englisch Part? Hey, 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 hold it like this, so, yeah, perfectly. Because we are only two guys today. We thought it would be cool if we would do something special, and it's so we're walking around. That's our special. Beautiful hometown, hometown. Yeah, and there weren't too many English questions anyway. So here we go. By S. Bo. Oh, there's a car. Oh, that's so exciting! So exciting! So exciting! Okay, bye. Tell us something about cars. I'm in Germany. I hope it's not too windy. So, nice Witcher 3 shirt. A Gamescom, I can't read it. it was Jens last time who had the shirt of Witcher 3. But it only comes out to Xbox 360 as far as I know. And that's not cool because I'm all the way PS4. And you as well, aren't you? Happy Turtle said, feedback is fuck you, as long as you don't make another Joker video. So, Kalle is in America until Christmas. But there is some kind of Joker content in the upcoming Amsterdam prank video. But it will be a bit shorter because we had to film for the Assassin's Creed prank in Amsterdam too. And after this video, feedback is not fuck you anymore. Yeah. After this video, feedback is not fucking. Is my accent so funny? No. Is it exhausting to hold the tripod? It is your hands. So we can change it if you want. And you have to think about the questions I have to put here. So, next question. Just look at this, kids. It's by Milena Wurmhals. Tell us more about those crimes, please. Which what? Yeah. I told them that we committed a few crimes in our past, in our youth. Ah. And yeah, what can I tell? Maybe the fire extinguisher thing? Yeah, that's what I liked. Yeah, let's go to the fire extinguisher thing. It's over there. Oh. That's why I was hesitating. I was thinking about. I hope it's not too windy, guys. I was thinking about a location in the near distance we can show you guys where we did something.
Yeah, and it was Men's Day. Is it called like that? Sure thing. Männertag in Germany. I wanted to the dog. Yeah, it was Men's Day, the day everyone that is when from male Jesus sex. Christ went to heaven. Yeah. And men are drinking a lot of alcohol. Yeah, and doing fucked up shit. And we maybe were, it's only in Germany, I don't know. Yeah, maybe. I don't know either. So, let's turn around. Yeah, we were in this building over there, and we stole some fire extinguishers. The video you can see on our Facebook fan page. I loaded it up yesterday, or oh no, shit, 3 days ago. And then, the funny thing is, we didn't lit a fire or something like that, yeah? We just started the fire extinguisher, and we came out, and because of all the dust or CO2 of this fire extinguisher, the alarm that says there's a fire started. Mm-hmm. So the alarm went off, and we were like, oh shit, the firefighters are coming, and if there's nothing, and you did something to force them to come, you have to pay a lot of money. So we didn't want to pay that money, that's why we ran like, 3 kilometers, and it was pretty fucked up and we were pretty scared, but it was funny in the end. And there's another thing, I don't know, yeah, it was a bit later, I think, and we stole another fire extinguisher. Maybe it's just fictional. I won't admit a crime like that, no. Yeah, and I don't know what the word is, but we used the fire extinguisher to extinguish a whole street. And we did it on a bike, and there was this garden party, and some guys came out and they were like this and wanted to punch us in the face. And I was pretty young, and I thought, if I leave the fire extinguisher here, they can take my fingerprints, and then I'm fucked up because the police can find me. Wait, it's too loud. And that's why I ran back to those guys, took the fire extinguisher, ran again in the other direction where the others left, and had this like 20-pound fire extinguisher with me. And in my fear, I jumped over a fence. I couldn't even jump without it. But because of all this adrenaline, I was like superhuman, and that's why it was pretty cool. Yeah. Not really a crazy crime, but those fire extinguishers are great fun, that's why. So, there's another... Okay, no, it's just a German guy commenting on the gym, what I said last time. But I said, where you do sports, it's a gymnasium, it's a gym. And I don't think it's wrong. He says something about college, gymnasium, high school, whatever. It's a pretty long comment, and it's actually a German guy, that's why. So here's our friend Sack Pranks. Where are the cats, and how come we never see them around the house? Those are your cats. Are my cats, yes. Yeah, so where are they, those? In the video, they were in another place. Oh, just look over there. It looks so interesting. Let's walk backwards. Yay! my cats here, they're quite cute. And nice. Yeah, we just did the last time at his house, and at my place, or at the Munzor Kebab house where we always eat our shit and record our Nostera Feedback German parts mostly, there are no cats, so... Yes, that's why. Yeah, what's this shit? Let's check it out. Yes. Oh, I cancelled the last question. You have to... Because I have to look for the... screenshot. Yeah, what's this? Oh, it's about Romania, is it? Ah, dogs. Yeah, the dog thing.
The dog thing? Yeah. Maybe they plan a public prank. Yeah, maybe they want to. They fuck real dogs in their costume in a few seconds. Yeah. Sex Pranks also says. Turn it around. Sex Pranks also says. Who's your daddy and what does he do? It's from Arnold Schwarzenegger. But I don't know which movie it is, and you don't know it either because you are not into movies so much. Mm. Yeah, maybe you recognize some of these places here. This street is like the main street in our center area of our hometown. Yeah, or. Yeah. And yeah, we are here most of the time. We can show you guys where we did the GTA 5 prank thing with the explosion and the smoke and the alarm ring and so. We are about to go there in 2 minutes. I hope he doesn't play GEMA music. Yeah, this video is going to be blocked. S6RO or 0. Says, where is Vitaly? And I don't know, maybe he's in America where he lives. I don't know if I get your question right. Jordan Panzer, or Cancer, Great TV is awesome, bro, but not as swagging as you guys. Do you think Great TV is awesome? I think Great TV is from Austria too, as Jordan Panzer is. I don't know for sure, but yeah. Brady, we stole one of our ideas. Shame on him. Yeah, I don't like his pranks that much because he does what we dislike a bit, doing the same prank over and over again. That's why. Let us show you guys. So some of you thought we were in a shop, but we were not in that shop. We were right next to it. Maybe the fire extinguisher is still there. Because it was like three weeks it was lying here on the ground, but it's not. Yeah, so we were planning here, whoa. We used the fire extinguisher to make the smoke. And is it here? No, it's not. Anyway, so we planned here for like 20 minutes or more. Mm. And then we had our cameraman stationed right there at the tree, I think. No. There, at this tree, this small one. Yeah, that one. Perfect. Yeah. And then we set the fire extinguisher off and we lit a firecracker, but the alarm ringing was edited. We have to admit. And the firecrackers didn't explode because of the fire extinguisher. Yeah, it was pretty uncool. Yeah. It's pretty difficult to read those questions while holding the tripod. Yeah, let's show you guys around. Yeah, it's actually a pretty small town. But because we have so many tourists, there are pretty many people, as you can see. Just look over there. Yeah, fucking awesome. Ow! So, is there another English question? Ah, there are the Asian singers. Oh, yeah, those Asian guys. From every India some, video. In some videos. The Ninja video, and I think, what was it? Ah, the Breaking Bad one. Where we were rolling the barrel around the city. So, Remuku 1818, if you'd come to another city instead of Amsterdam, you would actually see a few Dutch people walking around instead of the crap in Amsterdam. Yeah, there are many tourists in Amsterdam and maybe a lot of sex tourists. But I know what you mean. But we are not that interested in Dutch culture, so shame on us. We just wanted to go there to have some fun, so, and we had. Maybe. Let's answer the next question of Ben Howard while we are with those Asian guys. Let's go over there. So he says, you've made games in real life,
you have to go more. Games in real life, TV shows in real life, why not movies in real life? And I have to say, we did some movies because Joker is actually a movie. It's from Batman The Dark Knight. Isn't that beautiful? Okay, let's go to the market square. It's over there. Ah, yeah. And here's actually the place. I can show you guys. Here's the place where we did the Breaking Bad smoke thing, and we went like in here. Ah, okay. They fixed it. Here, we could go in here. And then we set off another fire extinguisher, and then we came out, and it was mayhem over here. And it was filmed from up there. Awesome behind the scenes footage you get here. Yes. Isn't it? For English fans. Yeah, English, only for you guys. Listeners or whatever. So, Immortalized EL says, I used YouTube Magic Actions, and then I deleted it to install YouTube irgendwas extension. I like it more, and maybe so will you. Yeah, I'm gonna check it out, but yeah, I like YouTube Magic Actions. It has some cool functions and extra information and shit like that. Information, shit. There's no plural form of information. Fuck me. So this is the unholy marketplace, market square, I'm sorry. And there's another question of Phantom Zero. Robin, which sunglasses brand and model name do you wear? And I have absolutely no idea. It was just, it was already pro. Oh, there's Thomas. There's Thomas. There. So awesome. Hey, wir filmen gerade. Also wenn du nicht drin erscheinen willst, dann piss dich. Piss dich. Wir nehmen gerade das Feedback auf für unsere englischen Fans. Für eure englischen Fans? Ja. Ihr habt englische Fans? Ja, sehr ekelhaft, oder? Du hast englische Fans. Was internationale Fans. Du auch? Alter, ja, gehört voll dazu. Ja, das hast du jetzt zu subtiteln. Das muss jetzt subtiteln. Hör, ihr kriegt keine Subtitles. Sonst lange weiter, oder? Jo. Das ist übelst geil. Ich glaube, wir sind sogar... Hi, Fans! Ich bin sogar... Nee, ich habe nur eine Frage. Yo, Rock'n'Roll. Gut. Yeah, that was Thomas. Thomas. Oh, there's a... when this is released, the Assassin's Creed video is already released as well. So... I can't see shit. Yeah, this over there is where? Where is it? There. There. You can see. Yeah. There's the. What is it called? The pool? No. Yeah. The thing with water in it. The fountain, you know? It's not really a fountain, I think. But anyways, there it is. So it's the market square of our city. So where can we go next? Because it's pretty. Yeah, let's go to the castle, and then we're quitting shit. So, shit! I closed my screenshot again. I'm so sorry. Show those guys there's actually water in it. Yes. Because what I'm doing for the sake of art is so great. Isn't it peaceful? So. Fuck man. Yeah, last question. Let's go to the city castle. It's by Freaky Taoz. Yay! They answer my question. Answered my question last time. Hell yeah! And he has another question. I changed my profile picture, so he's commenting in a bit broken English. He changed his profile picture, and do I look Asian now? And yes, you do, I saw it on my PC in the big screen. If you could do any job, what job would it be? Here we go, do it.
So while he thinks, I say, I've always wanted to be a professional skateboarder, not that I had the chance to, because I'm quite good, but I'm far too bad to be a professional skateboarder. But I think it's pretty cool to travel around the world and do your skating movies and getting paid for this and getting sponsored and shit. I think that's pretty awesome. And yes. Other than that, yeah, I don't know. But if you are strong, you can be a skateboard professional man. No. I think the train has gone. Where? Der Zug ist abgefahren. No, because I'm too old now and I should have started skateboarding like when I was 6 years old or something like that. Is ruler of the world a job? You would like to be ruler of the world and getting blamed for all the shit that happens no, on this planet? No, I won't do mistakes. Yeah. Make mistakes. Yeah, so we're here at the castle. Yeah, it's so. Yeah. Other people have to pay for such a tour. I hate to feel like a tourist when I'm in another city like Amsterdam, Paris, or something like that. Yeah. All our public prank compilations. Every time I feel like a tourist, I say, "Dude, we have to change something." And now we're showing you the sights of our city. It's pretty awkward, pretty shitty. So maybe I could answer for the other guys because I know that Kalle would love to be a professional actor, and yeah, Anna would. Yeah, I don't know if it's her dream job, but she would like to be an artist or a professional photographer or something like that. Yeah. And Daniel, I don't know, maybe a male hooker or something like that. Mm. And here you can see a last impression for today. Yeah, that's a park area where we do. It's so big. Where we do most of the ninja shit. And kilometers. Yeah, at least. And somewhere over there, we hit the barrel of our Breaking Bad video, and it's still there. So if someone finds it, he can take it. Mm. Did someone get our boat? Yeah. Yeah. On our German trash channel, we posted a video where we said, "Here's our boat of the Assassin's Creed video. Pick it up if you want." And someone actually picked it up because I don't know why. It's pretty shitty. Famous. It's made of paper. So kind of a treasure. No, it's not a treasure. It's treasure. You know. Treasure. Yeah. So that was it for today. Hello, my friends. See you. Yeah, see you guys.